Wenn ihr uns regelmäßig schaut, dann denkt dran, das geht nur mit eurer Unterstützung. Also wir brauchen euch, wir brauchen euren Support, ohne den funktioniert das hier alles nicht. Das ist ein freiwilliges Projekt, Fairtalk, und von euch ist das auch freiwillig, und deswegen möchte ich euch nochmal an eure Freiwilligkeit erinnern, an diejenigen, die das noch nicht machen, die regelmäßig dabei sind, uns vielleicht einen kleinen Dauerauftrag einzurichten, oder es gibt auch noch ganz viele andere Möglichkeiten, die stehen alle unter diesem Video. Also ich zähle auf euch. Und ihr könnt auf uns zählen. In diesem Sinne, vielen Dank und bis ganz bald an dieser Stelle. Tschüss. Wir haben gerade im Vorgespräch festgestellt, wir haben die Kontrolle über unsere eigenen Inhalte verloren. Hallo Gopal Norbert Klein. Hallo Gopal, schön, dass du hier in Hamburg bist bei After Dark. Herzlich willkommen. Hallo Jens, vielen Dank für die Einladung. Wir haben die Kontrolle über unsere Inhalte verloren. Zu diesem Statement kam es, weil ich habe von dir vor, ich weiß nicht, einem guten halben Jahr einen 7-minütigen Ausschnitt aus einem Podcast-Interview, wie auch immer, zugeschickt bekommen. Aber da stand nicht dein Name dabei und gar nichts. Also ich habe die 7 Minuten gehört und habe gedacht, das wäre ja total spannend. Das trifft den Nagel auf den Kopf. Und ich habe aus diesen 7 Minuten so zwischen den Zeilen ganz viel für mich auch jetzt übertragen können auf die aktuelle Zeit und auf das aktuelle Weltgeschehen, weil ich mir auch immer wieder die Frage stelle, was ist bloß mit uns Menschen los? Und in diesen 7 Minuten waren so viele Antworten drin. Und nun hatte aber immer mal wieder auch jemand aus unserer Community den Vorschlag gebracht, wir sollten dich doch mal einladen. Und wir freuen uns natürlich immer über solche Vorschläge. Das Problem ist nur, wir bekommen derart viele Vorschläge, dass wir da gar nicht hinterherkommen. Aber so hat sich dann der Kreis geschlossen, weil dann kam irgendwann raus, diese 7 Minuten sind von dir. Und als ich dir eben kurz im Vorgespräch diese 7 Minuten angespielt habe, da kam dieser Satz, wir haben die Kontrolle verloren. Über unsere Inhalte oder über alles? Ja, die Frage ist ja auch, hatten wir die jemals, ne? Aber so erscheint es uns halt, dass wir viel Kontrolle haben oder wir wollen es. Unser Verstand braucht Kontrolle. Ja, der Verstand ist sozusagen die Kontrolle, ne? Das ist das, wenn der Verstand, wenn das Gehirn weiß, wie der Kontext ist, wie der Rahmen ist, wenn der Verstand Dinge unter Kontrolle hat und vor allem auch eine Vorhersagbarkeit hat, also wenn der weiß, was kommt, dann ist das für die Biologie besonders attraktiv, weil das heißt aus biologischer Sicht, es ist sicher und dann kann sich der Körper entspannen. Das hat also alles so auch so eine biologische Grundlage. Es ist nur eine illusorische Sicherheit. Oder? Ich denke, es gibt viele Ebenen, ja. Wir müssen halt vielleicht schauen, über welche Ebene reden wir, ja, über das Absolute, über das Relative, über das Dazwischen, ja. Also auf der rein physischen Ebene hier, was diese Körper-Geist-Systeme betrifft, ist Kontrolle und Sicherheit in jedem Fall eins der wichtigsten Dinge. Ja, und das ist auch erforderlich, weil sonst können wir einfach nicht leben, wenn dieses Ding hier zu viele Probleme hat. Und wenn wir uns überlegen, was wir wirklich sind, ja, dann oder was wirklich die absolute Wahrheit ist, ja, was wirklich ist, ja, dann ist mit Kontrolle nicht mehr so viel, ne? Weil da ist was am Werk, was eben aus sich selbst heraus sich bewegt, wo niemand mehr ist, der irgendwas steuert. Aber da kommen wir jetzt sehr ins Spirituelle rein. Ja, da können wir gerne später einsteigen. Erstmal für all diejenigen, die dich noch nicht kennen. Gopal, du bist Traumatherapeut. Du bist, das fand ich erstaunlich bei der Vorbereitung zu dieser Sendung, Diplom-Informatiker FH und Heilpraktiker für Psychotherapie, wobei der Schwerpunkt liegt bei dir in der Traumatherapie. Das sehe ich richtig. Ja. Aber dennoch, der Informatiker
Was macht der? Der Informatiker, der ist im Hintergrund noch dabei und hilft. Aber in der IT, aus der IT habe ich mich komplett zurückgezogen. Also die erste Lebenshälfte, da war ich Vollzeit-Consultant und habe programmiert und administriert. War selbstständig in IT-Projekten. Und dann hat es einfach gewechselt, weil ich mich dann entschieden habe, das zu machen, was mir wirklich Freude macht. In diesen 7 Minuten, die ich da ebenso von dir auch angepriesen habe, die ich recht oft gehört habe in den vergangenen 6 Monaten, nämlich immer dann, wenn wieder die Zweifel hochkommen, mein Gott nochmal, das darf doch alles nicht wahr sein. Und ich immer wieder was Neues daraus gelernt habe, geht es ja so im Großen und Ganzen darum, wie funktioniert die neue Welt? Darüber möchte ich heute gerne mit dir sprechen, wie diese neue Welt funktioniert. Aber bevor wir auch da einsteigen, vielleicht erstmal nochmal so grundsätzlich. Das Thema Trauma ist ein Thema, das in unserer Gesellschaft jetzt immer mehr in den Fokus rückt, aber bei Weitem noch nicht wirklich im Mainstream angekommen ist, beziehungsweise nicht die Tragweite, die Trauma hat. Siehst du das auch so? Ja, absolut. Das ist auf jeden Fall so. Diese Gesellschaft ringt ja mit sich selbst, kann man sagen. Versucht irgendwie zurechtzukommen und das Ergebnis ist ja letztlich katastrophal. Also wenn man sich das mal anguckt, was wir hier erschaffen, was es für Ereignisse gibt, wie die Umstände sind, die Lebensumstände und so weiter, das ist eine einzige Katastrophe. Und es ist aber den meisten Menschen nicht klar, was denn die Ursache wirklich ist. Und es ist nicht nur gesellschaftlich so, sondern auch, wenn bei vielen Menschen, die sozusagen psychische Hilfe suchen, zum Beispiel mit Therapie, denen ist oft nicht klar, dass es auch da fast immer nur um Trauma, um Entwicklungs- oder Bindungstrauma geht. Also das ist wie ein blinder Fleck, wo wir drumherum navigieren. Und das hat natürlich auch einen Grund, warum wir da drumherum navigieren, weil damit vermeiden wir die Begegnung mit diesen ganzen schmerzhaften Zuständen. Die können wir dadurch eben ganz gut fernhalten. Also es ist eben viel bequemer, außen irgendwelche Dinge zu machen, zu probieren, Pläne, Änderungen und so weiter. Oder Feinde auch zu suchen im Außen. Das ist alles immer noch viel, viel leichter und angenehmer als die Konfrontation mit uns selber, also mit dem, was da eigentlich wirklich los ist. Und das ist der springende Punkt. Und das hat die Gesellschaft leider noch nicht in der Gänze geschafft zu realisieren, worum geht's denn hier eigentlich? Womit ringen wir eigentlich? Ringen wir wirklich mit äußeren Problemen, wie uns das die Medien, die Standardmedien verkaufen wollen? Oder ringen wir eigentlich mit was ganz anderem? Ja? Vielleicht ist erstmal das Verständnis wichtig zu begreifen, wo fängt Trauma denn an? Ja. Weil, Entschuldigung, ganz kurz, aber Trauma ist so, also vor ein paar Jahren hätte ich auch noch gesagt, so, ja, wenn Soldaten in einem Krieg waren, ja, kriegstraumatisiert oder durch schwere Gewalt, die man erfahren hat oder wenn man einen schweren Verkehrsunfall hatte. Aber ich würde jetzt mal sagen, von 83 Millionen Menschen, die in diesem Land leben, würde ich mal tippen, ist nahezu jeder irgendwie mal in seiner Kindheit traumatisiert worden? Ja, ist schwer zu beantworten. So, das ist eben eine sehr komplexe, komplizierte Geschichte. Da müsste man jetzt erstmal beschreiben, was Trauma eigentlich ist, welche verschiedenen Varianten es gibt. Und es gibt natürlich auch Grade und Abstufungen. Das, was du jetzt genannt hast, das gehört zur Kategorie schweres Schocktrauma zum Beispiel. Ja, also Menschen aus dem Krieg, die katastrophale, punktuelle Erlebnisse haben und dann zurückkehren. Das wäre also Schocktrauma. Aber es ist zum Beispiel vielen nicht klar, dass auch relativ einfache oder an der Peripherie erscheinende Probleme mit Trauma zu tun haben. Zum Beispiel, wenn jemand ständig Geldprobleme hat oder Depressionen oder irgendwie ständig Unfälle hat oder bestimmte Krankheiten, kommt man eher nicht so auf die Idee, dass das irgendwas mit Trauma zu tun haben könnte. Ja. Genau, und das meinte ich damit, das finde ich so wichtig. Wo fängt Trauma an? Ich glaube, es reicht ja auch schon, wenn man als Kind irgendwo mal auf einer Toilette eingesperrt war, aus der man nicht wieder rauskommt, kann sich daraus ein Trauma bilden. Ja, das kann. Es ist wirklich wichtig, das wirklich zu verstehen. Trauma ist nicht das Ereignis. Das verstehen wir landläufig vielleicht so. Also wir können dieses Beispiel nehmen.
Trauma ist nicht dieses Ereignis, was du gerade beschrieben hast, weil das kann bei dem einen Menschen zu einer Traumafolge führen, bei einem anderen Menschen aber nicht. Das kann man schwer vorhersehen. Ja, das deswegen, ist interessant. Ja, deswegen ist das, was man als Trauma bezeichnet, ist letztlich, wenn unser Organismus aus der anfänglichen Schockreaktion selber nicht mehr herausfindet und dann in der Folge Symptome produziert. Wir sind im Moment immer noch bei Schocktrauma, ja, weil Schocktrauma kann ja auch als Kind passieren. Das ist immer noch nicht das, worum sich hier alles dreht, aber dass man, damit man das versteht, damit das jetzt nicht zu viel durcheinander und kompliziert wird. Also bleiben wir bei dem erstmal bei dem Schocktrauma. Also wenn wir das Beispiel nehmen, kann es sein, dass ein Kind danach schockiert ist, zu den Eltern geht, das erzählt, die trösten es, am nächsten Tag ist es schlecht gelaunt und am dritten Tag hat es alles vergessen und spielt wieder mit den Kindern. Es kann aber auch sein, dass bei einem anderen Kind, das erlebt genau das Gleiche, ist danach geschockt, geht nach Hause zu den Eltern und kann überhaupt nicht sprechen. Und die Eltern wissen nicht, was los ist. Im Laufe der Tage wird es immer depressiver, hat plötzlich Wutanfälle. Ja. Es kann alle möglichen Symptome entwickeln, Albträume und so weiter, Unruhe, alles Mögliche. Und dann stellen die Eltern fest, ja irgendwie, unser Kind hat sich verändert, es ist nicht mehr dasselbe wie vorher, wir wissen nicht, was das Problem ist, ja, wir können auch nicht darüber sprechen, es sagt nicht, was los ist. Und wenn das eben so weitergeht und die Symptome nicht abnehmen, dann spricht man von Traumafolgestörung. Also die Frage, ob man traumatisiert wird, hängt nicht unbedingt von dem Ereignis ab, sondern davon, ob der Körper mit dieser Erfahrung selber irgendwie zurechtkommt und sich daraus wieder selber hinaus manövrieren kann. Und auch damit, wie das Umfeld reagiert? Gibt es da? Ja, das ist auch auf jeden Fall ist das hilfreich, ja, das ist auch ein Faktor. Je mehr Ressourcen da drumherum sind, also je mehr förderliche Umstände jemand hat, desto unwahrscheinlicher ist das Ganze. Und das hat alles was mit der Körperbiologie zu tun. Also jeder kennt ja den Moment, wenn man ein Schockerlebnis hat, das kennt jeder letztlich, und das kann eben so massiv sein, dass der Körper einfach da nicht mehr rauskommt. Und dieses Schockerlebnis, wenn man da mal sich das genauer anguckt, dann ist das eigentlich eine Aktivierung des Körpers für eine massive körperliche Aktivität, nämlich für Kampf und Flucht. Das heißt, wenn wir schockartigen Erlebnissen ausgesetzt sind oder Erlebnissen, die tendenziell zu Traumafolgen führen, dann haben die immer zwei Komponenten, nämlich Lebensgefahr oder große Gefahr und Ohnmacht gleichzeitig. Und das führt dazu, dass eben diese Antriebsenergie, die der Körper bereitstellt für Kampf und Flucht, dass er die nicht umsetzen kann, weil wir zum Beispiel eingeklemmt sind oder weil wir uns nicht wehren können, weil ein übermächtiger Gegner da ist. Und dann kommen eben zwei Komponenten zusammen, nämlich diese massive Aktivierung des Körpers. Er stellt also massiv Energie bereit und der Körper kann aber nichts machen. Und das ist ungefähr so, wie wenn man Gas und Bremspedal in einem Ferrari gleichzeitig durchdrückt, dann raucht irgendwann der Motor. Und so raucht dann auch unser Nervensystem irgendwann, weil das Nervensystem ist dafür nicht gemacht. Ja, wir können nicht gleichzeitig auf der Bremse stehen und gleichzeitig Vollgas geben. Das geht mal punktuell, aber das geht nicht auf Dauer. Das heißt, wenn der Körper da nicht mehr rausfindet von alleine, dann kommt es zwangsläufig früher oder später zu eben diesen Symptomen und dem, was man dann Traumafolgestörung nennt. Wir sind aber immer noch bei dem Thema Schocktrauma, bei also einschneidenden, punktuell einzelnen Erlebnissen, wo wir nicht mehr rausfinden möglicherweise. Das, worum es aber wirklich geht hier bei uns, das sind eben nicht diese einschneidenden, schockartigen Einzelerlebnisse. Also diese Schicksalsschläge, wie man es auch umgangssprachlich sagen würde. Genau. Sondern das ist das, was man Entwicklungs- oder Bindungstrauma nennt. Und das ist eine ganz andere Kategorie. Ich nehme nochmal das Beispiel mit dem Schocktrauma. Wenn wir einen gesunden Erwachsenen haben, dem es gut geht, der ein tolles Leben hat, und der erlebt jetzt so einen Schicksalsschlag, dann schlägt dieses Ereignis in ein gesundes, stabiles Nervensystem ein.
Ja, es ist wie wenn der Blitz in ein stabiles Hochhaus einschlägt, hat Folgen, aber das Hochhaus an sich, das bleibt stehen, da passiert nichts. Das heißt, bei einem Schocktrauma muss ich nur demjenigen helfen, sozusagen diese Ladung oder der Stress, der eben dadurch angelegt wurde, wieder loszulassen. Ja, das ist also eine reine sozusagen Körperarbeit mit einem stabilen Nervensystem, wo sozusagen etwas Schlimmes einschlägt, aber auf sozusagen ein stabiles Fundament. Und bei Entwicklungstrauma, Bindungstrauma sieht die Sache ganz anders aus. Das bedeutet, dass in der Wachstumsphase des Kindes, also in den ersten Lebensmonaten und Lebensjahren, dass da Dinge passieren, die dafür sorgen, dass sich das Nervensystem und die Psyche nicht stabil entwickeln können. Um bei dem Bild mit dem Haus zu bleiben, also das Hochhaus, das stabile Hochhaus entsteht erst gar nicht, sondern wir haben einen total instabilen, krummen, schiefen Bau, der irgendwie so sich so halb stabil hält und dass also man stützen muss. Kein solides Fundament. Kein solides Fundament, schiefe Wände, die eine Wand fehlt, es muss ständig nachgebessert werden. So, und wenn da jetzt ein Blitz einschlägt, dann kann es sein, dass das Ganze, das, was da von dem Haus steht, alles komplett zerstört wird und nicht mehr viel von übrig bleibt. So, das heißt, was wir Bindungs- oder Entwicklungstrauma nennen, ist, dass erst gar kein wirklich stabiler, erwachsener, gesunder Mensch und Nervensystem entsteht, sondern die Menschen rotieren quasi die ganze Zeit mit dem ungelösten Überlebenskampf aus der Kindheit. Das merkt man aber als Erwachsener gar nicht, weil man wie nichts anderes kennt. Das heißt, die Menschen wissen gar nicht, die haben keinen Kontext dafür, weil als Kind ja gar kein Kontext da ist. Also der gesunde Erwachsene, der versteht, dass da jetzt was Schlimmes passiert ist. Aber ein heranwachsendes Kind hat keinen Bezug. Das kennt ja nur das. Und deswegen haben wir keinen Bezugsrahmen dafür und verstehen das überhaupt nicht. Wir leiden dann als Erwachsene, aber wir verstehen nicht, was mit uns los ist. Und es sagt uns auch niemand? Es werden immer mehr Menschen, die in der Lage sind, das halt zu erkennen und demjenigen dann zu sagen. Und bei mir war das auch so. Ich habe 30 Jahre Psychotherapie gemacht, ich bin herumgeirrt und bis dann, ja, nach der Zeit hat dann der Erste zu mir gesagt, du, was du da hast, das nennt man Trauma. Entwicklungstrauma. Nach 30 Jahren. Ja, ungefähr. Ja. Und ich meine, da muss man ja nicht sagen, dass das irgendwie, dass da was schiefläuft. Also so, was das Gesundheitssystem angeht, was die Gesellschaft angeht. Aber das Wissen war dann noch nicht so da. Und ich habe dann wie zufällig eben jemand getroffen, jemand Kompetenten, der dann mir an der Stelle wirklich helfen konnte. Der hat mir gesagt, was das ist, wie das heißt, wie lange es dauert, bis man da rauskommt. Und dann hatte ich den Bezugsrahmen. Vorher wusste ich gar nicht, was mein Problem überhaupt ist. Und so geht das ganz vielen Menschen. Und das ist die Krux bei der Sache. Wir kriegen das nicht zugeordnet. Also wenn ich zum Beispiel am Verdursten bin, dann ist der Kontext absolut klar für unseren Körper. Ich brauche Wasser. Ich weiß, was das ist, wo es das gibt. Da ist eindeutig. Oder bei Kälte oder bei Hunger. Ja, da ist klar, worum es geht. Bei dieser Geschichte mit Entwicklungstrauma weiß man nicht, was man braucht. Man leidet unsäglich, aber man weiß überhaupt nicht, was das Problem ist und worum es geht und was denn die Lösung ist. Man weiß das einfach nicht, weil das ist der Schutz davor. Ja, weil sonst würde man das ununterbrochen, würde man diesen Konflikt spüren, das wäre nicht zum Aushalten. Weil ich das abkapsel und nicht spüren möchte, nicht fühlen möchte. Genau, ja. Das ist ja die sozusagen die Notlösung als Kind. Wenn ich als Kind destruktive Beziehungsmuster von den Eltern eben erfahre, und zwar dauerhaft, dann ist das eine Situation, die für ein Kind nicht lösbar ist. Was sind das für Muster? Ja, zum Beispiel, wenn Eltern bestimmte Ausdrucksformen des Kindes nicht aushalten und im Kind unterdrücken müssen. Zum Beispiel, wenn das Kind in seine Kraft kommt, in seine Abgrenzung und mit seinen Aggressionen in Kontakt kommt und die auch ausdrückt. Und die Eltern zum Beispiel, wenn die selber ihre Aggressionen unterdrücken mussten, dann haben die ein Problem damit und werden bewusst oder unbewusst das Wachsen in die Kraft und in die Unabhängigkeit des Kindes unterdrücken. Und das geht für den Organismus nicht, weil der muss ja irgendwo hin mit der Energie. Also Aggression ist ja nicht einfach so da, sondern die ist da, die entsteht, wenn uns was passiert, was nicht gut ist.
Ne? Also was macht das Kind? Es ist jetzt in einem unlösbaren Dilemma. Es braucht die Bindung zu den Eltern, darf sich aber nicht komplett ausdrücken. So, was jetzt? Ja, das ist nicht lösbar. Es gibt nur Notlösungen. Und eine Notlösung ist zum Beispiel zu sagen, ja gut, ich kann jetzt meine Aggression nicht ausdrücken, dann richte ich die eben gegen mich und fange an, Nägel zu kauen oder Unfälle zu bauen oder Drogen zu nehmen oder einfach depressiv zu werden. Ja, da gibt es eben ganz viele Varianten, wie so eine Notlösung dann aussehen kann. Und das passiert ja in der Wachstumsphase. Das heißt, das Verrückte ist ja, das ist das, wie das Nervensystem programmiert wird. Das ist, weil das Nervensystem ist ja, man sagt, plastisch. Ja, das formt sich aufgrund der Beziehungserfahrungen in den ersten Lebensjahren. Und das heißt, derjenige hat diese traumatisierende Umgebung quasi physisch fest verdrahtet im Kopf. Das ist das Leben des Menschen. Das ist so, wie der das Leben dann später auch als Erwachsener wahrnimmt. Und das macht die Sache eben so schwierig daran. Ja, ich muss also nicht mit einem, bei dem Haus, ich muss nicht mit diesem Blitzeinschlag fertig werden, das da oben reparieren, ein bisschen polieren, dann ist gut, sondern ich muss das gesamte Haus von Grund auf neu aufbauen, überhaupt erst aufbauen, nicht neu aufbauen, sondern ich muss das aufbauen, weil das gab es noch nie. Ja, also das stabile Hochhaus gab es noch nie. Das muss erst neu aufgebaut werden. Und wie gesagt, es ist eine Herausforderung, überhaupt zu erkennen, dass es das ist, worum es geht. Ja. Kann der Einzelne es, wenn er jetzt zum Beispiel so einem Gespräch folgt, selbst überhaupt erkennen? Oder andersrum, gibt es dafür ja Symptome oder irgendwas, woran man erkennt, dass da möglicherweise eine Lösung liegt, von der ich bislang noch nichts mitgeteilt bekommen habe? Also auf jeden Fall. Also man kann, wenn man das jetzt hört, das Gespräch, kann man auf jeden Fall sehen oder bis zum gewissen Grad sehen, ob man davon betroffen ist. Was aber nicht geht, ist, sich selbst daraus zu befreien. Das geht nicht. Es braucht immer jemanden, der außerhalb dieses Traumakontextes ist. Das geht nicht. Ja. Aber wenn jetzt jemand zum Beispiel hört, dass ich leide, aber ich weiß nicht warum. Ein unsägliches Leiden, aber ich weiß nicht warum. Das Leiden ist dann wie definiert, weil ich immer wieder dieselben Situationen in mein Leben ziehe? Oder zum Beispiel, also zum Beispiel. Du hast eben das Thema Geld angesprochen, ja. Immer wieder in problematische immer wieder, Situationen reinrutschen. Ja, genau, immer wieder problematische Situationen im Außen. Ne, da kann man sagen, dass sich das im Außen manifestiert und ich das nicht verstehe und ich scheinbar an diesen äußeren Umständen dann leide. Es ist aber in jedem Fall, wo es in jedem Fall zu erkennen ist, ist, wenn auf der Beziehungsebene was nicht funktioniert. Das heißt, wenn ich keine nährenden Beziehungen und langfristigen Beziehungen aushalte, wenn die nicht vorkommen in meinem Leben. Also das ist sozusagen das Kriterium. Sobald da irgendwas nicht für mich rund läuft, dann kann ich sagen, ist da in irgendeiner Form mindestens eine Bindungsstörung oder eben sogar Traumatisierung dahinter. Wenn es so weit geht, dass ich schon beim Kontakt mit einem Menschen Probleme habe, also nicht Beziehung, sondern Kontakt, dann kann man in jedem Fall sagen, dass es da um Bindungs- und Entwicklungstrauma geht. Spock, wann hast du in deinem Leben zum ersten Mal von Trauma gehört? Das ist jetzt, ich denke mal, so 10 Jahre her, als mir das so passierte, wie Gopal das auch gerade erklärt hat, dass es irgendwann, ja, dass es einfach irgendwann klar wird, okay, das hier stimmt was nicht. Und dann, ja, und dann sorgt das Trauma ja aber letztlich auch dafür, dass man eine ganze Zeit das erstmal auch gar nicht für möglich hält, nicht für wahr. Und das muss irgendwie einen anderen Grund haben. Alles andere ist dann ein Grund, aber auf jeden Fall, das kann nicht an mir selber liegen. Darüber muss man dann ja auch erstmal wegkommen. Also, und das dauert eine ganze Weile. Also sich das einzugestehen. Ja. Ja, es ist ja auch so, wenn jetzt, wenn ein bestimmtes Selbstbild als Gegenpol zu der Verletzung gebildet wird, ne? Also ganz einfaches Beispiel, wenn ich jetzt, wenn ich in eine
demütige Position gebracht wurde als Kind, dann kann es einfach sein, dass das sozusagen als Gegenpol, um einfach stabil zu bleiben, entwickelt sich in der Wachstumsphase ein stolzbasiertes Selbstbild. Ja, zum Beispiel, ich kann alles, mir kann keiner was, ich bin übermächtig. Und wenn man in diesem Selbstgefühl, in diesem Selbstbild lebt, ist es natürlich, ist es wie so, das möchte man nicht, weil es das Selbstbild gefährdet. Ja. Und das macht die ganze Sache einfach sehr schwierig. Und es ist auch so, es braucht für Entwicklungstrauma auch nicht diese dramatischen Dinge, die man sich vorstellt. Also, ja, sondern es reicht zum Beispiel einfach emotionale Vernachlässigung als Kind. Das reicht aus, um ein ganzes Leben zu zerstören, vollständig zu zerstören, weil wir das einfach brauchen. Ja, also wenn ein Kind zu wenig emotionalen Austausch hat und keine Menschen drumherum um das Elternhaus hatten, die das ausgleichen konnten, also wenn es keine emotionale Bindung gegeben hat oder fast keine, das ist teilweise noch viel, viel schwerer zu bewältigen als einschlägige, zum Beispiel Gewalterfahrung als Kind. Ja, und deswegen ist es so merkwürdig, weil zum Beispiel ich habe keine, als Beispiel jemand sagt ja, es war eigentlich alles okay bei mir zu Hause, es gab keine Gewalt, es gab, da war eigentlich nichts, ja, genau, da war nichts, ja, und das reicht eben aus. Wir brauchen was, wir brauchen nämlich Kontakt. Verbindung. Ja, aber dieses Wort Trauma scheint zu sowas nicht zu passen, aber ein Kind emotional zu vernachlässigen ist wie das überhaupt erst nicht leben zu lassen. Das ist, das Kind muss sich innerlich töten, um das zu überleben, ja. Und diesen ganzen Themenkomplex, das ist was wir unbedingt in den Fokus der Gesellschaft bringen müssen. Weil daran alles, also alle Probleme oder fast alle, kann man letztlich darauf zurückführen. Weil man muss sich ja nur mal überlegen, destruktive Interaktionen zwischen Menschen, ja, also man könnte fast sagen, die Probleme in unserer Gesellschaft basieren auf destruktiven Interaktionen zwischen Menschen, ne, letztlich. Und die machen wir nur als Erwachsener, wenn wir gar nicht im Erwachsenenbewusstsein sind, sondern wenn wir in Notzuständen aus der Kindheit sind. Weil sonst würden wir als erwachsene Menschen diese Gesellschaft so gestalten, dass es uns allen gut geht, dass es keine Probleme, keine Kriege, keine Auseinandersetzungen und so weiter gibt. Wir würden uns um die kümmern, denen es nicht so gut geht. Passiert aber nicht. Ja? Passiert einfach nicht. Es gibt Gruppen, die sich bekriegen, die streiten. Es gibt Hierarchien und so weiter. Das passiert nicht. Und das passiert eben deswegen nicht, weil wirklich fast keiner von uns wirklich erwachsen geworden ist. Wir haben alle zu tun mit diesem verlorenen Kind in uns. Wir haben zwar erwachsene Körper, aber wir sind nicht erwachsen geworden auf der Bindungsebene. Und erwachsen auf der Bindungsebene bedeutet, dass wir in der Interaktion mit Menschen und bei Problemen vor allem nicht auf Defensivreaktionen zurückgreifen müssen, das heißt auf Ausagieren. Also erwachsen würde bedeuten, dass wir alles im Dialog besprechen und klären können. Und sobald wir das nicht mehr können und zum Beispiel auf Rückzug zurückgreifen müssen oder auf Angriff, Krieg oder auf Todstellen, Ignorieren oder auf Manipulation, dann sind wir in einem Notprogramm und das hat mit Entwicklungstrauma zu tun. Wenn wir wirklich erwachsen wären, dann würden wir alles im Gespräch lösen. Und das können wir deswegen, weil ja keine reale Not mehr herrscht. Wir sind ja nicht mehr in der Evolution, in der Natur. Wir sind kein realen Kämpfen, Nahrungsmangel, Feindschaft ausgesetzt. Das ist der Grund, warum wir im Prinzip alles im Dialog lösen könnten. Ja, also können, aber wir machen es nicht. Und das zu sehen, das ist eben ganz schwierig, weil wenn ich anfange, wütend zu werden und den anderen angreife, dann erscheint mir das völlig richtig und logisch. Ja, und ohne das Traumawissen denke ich sogar, dass alles okay ist. Ja, ich habe jetzt den anderen besiegt und jetzt gehe ich einen trinken. Super, toller Tag. Ja. Kann denn das, was in der Kindheit nicht stattgefunden hat, also wenn da zu wenig Bindung, zu wenig Liebe war, wenn da einfach dies, so wie du es gerade beschrieben hast, also kann ein Leben zerstören. Ja, ist das denn reparabel irgendwie? Weil man kann diese Dinge ja nicht nachholen, oder? Das heißt andersrum, wie löst man sie dann auf? Ja, zwei Sachen.
Das, was wir als Kind nicht bekommen haben, werden wir nie wieder bekommen, das ist vorbei. Wir können das nicht nachholen. Es gibt so Begriffe wie nachnähren, das ist Unsinn, das gibt's nicht. Wir können nichts nachnähren, das ist vorbei. Und das macht auch nichts, weil wir das gar nicht mehr brauchen, weil wir einen erwachsenen Körper haben. Ja, also wenn du jetzt jemand hättest als Betreuung, der sich rund um die Uhr wie eine Mutter um dich kümmern würde, das würdest du als Erwachsener nicht wollen. Nicht ertragen. Nicht ertragen, nicht wollen. Ich auch nicht, ja, das brauchen wir nicht mehr. Nee, Spock aber, lacht auch, ja. Ja, aber es kann sich so anfühlen, als ob wir das brauchen. Und das sieht dann zum Beispiel so aus, dass viele Menschen ununterbrochen was haben wollen von dem anderen. Ja, die sind wie dabei, andere auszusaugen. Ja, wie auch immer das läuft. Oder andere trennen sich innerlich komplett und wollen mit anderen nichts mehr zu tun haben. Also das können wir nicht nachholen. Und wir können das aber heilen. Wir können das transformieren. Und die Transformation von dem Ganzen sieht so aus, dass wir mit dem Ausagieren aufhören. So, jetzt muss ich aufpassen, dass es nicht zu kompliziert wird. Also das, was wir nicht bekommen haben als Kind, man könnte auch sagen, das ist Stress im Körper und emotionaler Schmerz. So, das ist das, was wir mitnehmen aus der Kindheit. Das schaffen wir alleine nicht zu integrieren. Also agieren wir aus, um das von uns fernzuhalten. Ne? Und die Lösung ist, auf das Ausagieren zu verzichten und in die Kommunikation zu bringen. Das heißt, in sicheren Beziehungen, privat, mit dem Therapeuten, wo auch immer, sich zu trauen, mit der Abwehr dieses Gefühls aufzuhören und stattdessen das Gefühl selber mitzuteilen. Und das fühlt sich für denjenigen, der das macht, der weiß manchmal oder meistens auch gar nicht, um welches Gefühl es da überhaupt geht, das fühlt sich für denjenigen an, wie durch den Tod gehen. Und das ist auch eine Art Tod, weil das ist nämlich der Ego-Tod. Also sterben tut da nichts, man fängt dann erst an zu leben, aber das fühlt sich so an, weil das ganze Selbstbild, die ganze Wahrnehmung hängt ja daran, das auszublenden. Wenn ich jetzt anfange, das mitzuteilen, dann sagt mein Organismus, hey, Moment mal, also als Kind war das lebensgefährlich, das machst du jetzt mal bitte nicht. Ja, da ist das dieses ehrliche Mitteilen? Ja, das führt dann in die Richtung, genau. Ja. Und dieses ehrliche Mitteilen, also findet nicht unbedingt mit derjenigen Person statt, der ich das sagen möchte. Du sagtest eben, das kann auch beim Therapeuten stattfinden, der dann diese Person irgendwie verkörpert. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Wir müssen einfach gucken. Praktisches Beispiel, Beziehung. Ja, ja. Ich habe irgendwie große Probleme und teile mich aber nicht ehrlich mit und verstehe das jetzt, dass darin ein Schlüssel liegt, damit sich Dinge verbessern und fange jetzt an, mich ehrlich mitzuteilen. Ich könnte mir vorstellen, das ist ja erstmal total überfordernd. Ja, es ist wichtig, erstmal zu wissen, worum es jetzt hier geht, was du angesprochen hast, das machen wir nur in sicheren Beziehungen. Das machen wir nicht irgendwo außerhalb in der Öffentlichkeit mit Fremden. Mhm. Das geht nicht, ja, weil das eben nicht sicher ist. Wir brauchen Sicherheit für diese Mitteilung. Ja, wir wollen uns ja nicht über einen Abgrund begeben, wenn da keine Halteseile sind, ja. Aber das ist das, wo es dann rausgeht, ja, dass wir in der Partnerschaft vor allem uns trauen, eben das zu kommunizieren. Und das ehrliche Mitteilen ist ein Rahmen dafür, dass wir auch wissen, wie wir das am besten machen können, so dass es eben funktioniert und dass wir nicht wieder in irgendwelche Dinge abgleiten, wo dann wieder Streit und Rückzug rauskommt. Das heißt, das ehrliche Mitteilen findet dann nicht mehr auf der Verstandes-Ego-Ebene, sondern auf der Herzebene statt? Wir teilen alles mit, was da ist. Körperempfindungen, Gefühle und Gedankenbewegungen. Und wenn wir das machen in dieser speziellen Form, die ich da definiert habe, dann lösen wir uns von der Identifizierung mit genau diesen Erlebnisräumen und realisieren irgendwann, dass ich eben dieser Schmerz nicht bin, sondern dass ich ihn kommunizieren kann. Zum Beispiel Trauer. Dann muss ich nicht dauernd aggern und machen, dass die Trauer nicht aufsteigt, sondern dann verstehe ich, ach so, heute als Erwachsener kann ich einfach sagen, ich fühle mich traurig und mein Partner kann das hören. Und sobald es kommuniziert ist, wird es integriert. Also die abgespaltenen Gefühle können nur integriert werden, wenn sie kommuniziert werden. Ich kann nichts integrieren alleine in der Meditation für mich. Das geht nicht.
dass auch wenn uns die spirituelle Szene das gerne verkaufen möchte, das geht nicht, es ist nicht zu machen, sondern wir müssen das mindestens einmal kommunizieren. Und dadurch kriegen wir Abstand. Da kriegt das Gehirn Abstand und realisiert, ach so, das ist jetzt nicht mehr so, sondern das ist nur noch ein Zustand, der jetzt auftaucht, der aber nichts Reales mehr ist. Also in der Realität oder in der Praxis ein, ich fühle mich traurig, weil du mich schlecht behandelst zum Beispiel oder weil du, ja, aber dann sind wir wieder auf der Erwartungsebene oder dass der andere irgendwas anders machen muss, damit es mir besser geht. Das, also kann ja auch nicht funktionieren, oder? Also auf Dauer zumindest nicht. Es ist das mit dem ehrlichen Mitteilen, das funktioniert nur, wenn man sich das ganz, ganz genau anguckt, wie das funktioniert. Das muss hundertprozentig korrekt gemacht werden, sonst funktioniert das nicht. Und ich muss mir also das durchlesen, das sind ein paar Anweisungen, aber ich muss das exakt so machen, weil das ist exakt so designt, dass es eben am Ego sozusagen, dass man damit am Ego vorbei navigieren kann. Okay. Und das Beispiel, was du jetzt gesagt hast, der erste Teil war ehrliches Mitteilen, der zweite Teil war Krieg. Ne? Ja. Also wenn ich sage, ich fühle mich traurig oder ich fühle Trauer, ist das ehrliches Mitteilen. Mhm. Wenn ich sage, weil du irgendwas, dann bin ich am Ausagieren und in einem Angriff. Und das führt, das ist immer trennend. Mhm. Genau, weil derjenige erfährt ja gar nichts da von mir. Das ist eine Begründung, warum der andere böse ist. Ne? Und dann sagt der andere, wenn er unbewusst ist, wird dann natürlich mit einer Verteidigung oder mit einem Gegenangriff reagieren. Also wir müssen bei uns bleiben und nur mitteilen, was bei uns los ist. Ja? Also zum Beispiel, ich spüre Entspannung im Körper. Ich fühle Wut und mein Kopf denkt, dass es schön ist, dass wir dieses Interview machen. Mhm. Das ist ehrliches Mitteilen. Und mit der Mitteilung der Gedanken in dieser Form, mein Kopf denkt, das lösen wir uns von der Identifizierung mit der Gedankenwelt. Mhm. Und das ist eben das Entscheidende, weil in der Gesellschaft oder in der Zeit, wo wir sind hier, sind wir völlig identifiziert mit unseren Gedanken. Also ich, meine Gedanken und die Welt, das ist wie ein Brei. Wir haben überhaupt keinen Abstand dazu. Und wenn wir das üben, so zu sprechen, also nicht immer, sondern in einfach bestimmten Zeiträumen, die man vereinbart, dann realisiert man irgendwann, ach so, ich bin ja nicht meine Gedanken, sondern da ist eine Maschine hier, die produziert Gedanken, aber ich bin das nicht, weil ich nehme die ja wahr und kann die kommunizieren. Also muss ich was anderes sein. Ich würde gerne nochmal es besser verstehen. Das heißt also, ehrliches Mitteilen bedeutet nicht Kritik zu üben oder doch auch? Es gibt verschiedene Level habe ich die genannt. Ja, im ersten Level lassen wir jegliche Gedanken, die den anderen betreffen, weg, um eben zu vermeiden, dass es zu starker Aktivierung kommt. Also das heißt, wenn ich jetzt den Gedanken habe, mein Partner zum Beispiel, der guckt komisch, dann lasse ich das im Level 1 lasse ich das weg, weil das für die Beziehung vielleicht noch zu herausfordernd ist. Wenn ich Level 2 mache, nehme ich das dazu, kann ich dazu nehmen und dann teile ich das aber in dieser speziellen Form immer mit diesen Satzanfängen. Mit zum Beispiel, mein Kopf denkt, dass du jetzt gerade komisch guckst. So, und wenn der andere das hört, mein Kopf denkt das, dann realisiert ja das Nervensystem, der andere realisiert dann, dass ich mit diesem Gedanken nicht identifiziert bin. Sondern dass es mein Kopf ist. Ja, also da ist irgendwie eine andere Wesenheit. Ja, ich habe hier so einen Ballast namens Kopf und Gedanken und Verstand und ich teile dir einfach mit, was dieses Ding da produziert. Aber ich habe damit nichts zu tun. Ich nehme das nicht ernst. Ja, und deswegen ist das sozusagen nicht belastend oder bedrohlich für den anderen. So, und das ist dann im Level 2, kann man das dazu nehmen und dann führt das einfach zu einem kompletten Austausch, was da ist, ohne in einen destruktiven Defensivmechanismus abzugleiten. Und dann kommt die Verbindung zustande, die wir als Kind nicht hatten. Und das ist die ganze Transformation. Eigentlich vom Prinzip was Einfaches. Aber wenn wir das wirklich machen, ist das ist wirklich harter Tobak. Also ja, das macht sehr viel in einem. Und das braucht auch die ganze Kraft. Absolut. Es braucht den Willen, das zu machen und sich an die Regeln zu halten und es genau so zu machen und korrekt zu machen und nicht zu verwässern. Man muss das wirklich wollen und zwar beide.
Und es gehört auch das Zuhören dazu. Ich brauche immer jemanden, der bereit ist, auch zu hören, was da in mir los ist. Es braucht zwei Pole. Und praktisch wird es ja so gemacht, dass das nicht wie ein Gespräch ist, so wie hier Ping-Pong, der eine sagt was, der andere sagt was, sondern wir haben festgelegte Zeiträume, zum Beispiel der Partner 1 spricht 5 Minuten, der Partner 2 hört 5 Minuten nur zu. Dann wechseln die und dann spricht der andere und der andere hört nur zu. Damit dieser Konkurrenzkampf, dieser Machtkampf aufhört, weil wenn ich weiß, dass ich auch noch drankomme, dann kann ich auch dem anderen wirklich zuhören, was da ist. So im Alltag machen wir das ja nicht, sondern wir kämpfen drum, wer wem zuhört. Das ist ein reiner Energiekrieg meistens. Und deswegen ändert sich nichts. Und ist das dann einmal ausgesprochen für immer mit Wirkung? Also ich wollte das Wort nachhaltig vermeiden, weil ich es nicht mehr hören kann. Ja, das kommt drauf an. Tut mir leid, aber überall steht nur noch nachhaltig drauf. Ich kann das Wort nicht mehr sehen. Das kommt drauf an. Theoretisch, wenn wir das einmal aussprechen und wirklich die Antwort von dem anderen hören, würde das ausreichen. Aber wir sind ja so vernebelt von Gedanken, dass wir teilweise, dass das manchmal nicht ganz ankommt, ja, was wir von der anderen Seite hören. Oder dass wir gar nicht mitbekommen, dass der andere damit gar kein Problem hat und immer noch zuhört. Theoretisch ja, praktisch braucht es ein paar Mal, bis klar wird, ich kann das mitteilen und die Welt geht nicht unter. Sprich, der andere greift mich nicht an und der andere geht auch nicht weg, sondern der kommt damit klar, im Gegensatz zu meinem kindlichen Umfeld. Würde das auch Heilung in zum Beispiel die Politik bringen können? Oder gibt es da so einen Punkt, wo man sagt, also wenn die Feindschaft zu groß ist, dann... Also in dem Augenblick, du hast gerade was, glaube ich, sehr Wichtiges gesagt, dieses, wenn beide müssen es wollen. Genau. Beide müssen das Bewusstsein haben, dass es eine andere Lösung auch geben könnte, als dieses in den Kampf zu gehen. Exakt. Es braucht zwei Menschen mindestens, die bereit sind, auf Ausagieren zu verzichten. Also ich kann sie nochmal sagen, Ausagieren heißt Krieg, Kampf, Angriff, weggehen, wegrennen, sich totstellen, den anderen ignorieren oder den anderen manipulieren. So, wenn zwei bereit sind zu sagen, okay, das führt alles nur zu Leiden, diese 4 Varianten, wir wollen das nicht mehr, wir möchten das nicht, wir wollen gemeinsam heilen und das irgendwie lösen. So, wenn wir diese Ausgangsbasis haben und dann das ehrliche Mitteilen so in der Form nutzen, dann kommt es zur totalen Transformation, zur kompletten und totalen Transformation. Und da das Verrückte ist dabei, es spielt keine Rolle, wie sehr diejenigen im Krieg waren, egal was da vorher passiert ist. Das spielt keine Rolle. In dem Moment, wo der Kontakt komplettiert wird und es handelt sich ja sozusagen immer um Erlebnisräume aus der Kindheit. In dem Moment, wo der Kontakt komplettiert wird, ist auch die Vergangenheit transformiert, auch die Zukunft. Und es geht nur um Emotionen. Also wir können zum Beispiel, nehmen wir doch einfach das schlimmste Beispiel, den schlimmsten aktuellen Krieg, den wir haben. Der wäre sofort zu Ende, wenn sich die sozusagen die Führungsfiguren, die sich daraus kristallisiert haben, wenn die es schaffen würden, sich ihre Emotionen mitzuteilen. Wäre sofort Schluss. Aber das ist natürlich ein Riesenschritt für diese Leute, weil die sind in dieser Position, weil sie eine bestimmte psychische Struktur etabliert haben in sich, weil sie in einer bestimmten Art und Weise mit ihren Kindheitserfahrungen umgegangen sind. Deswegen werden die sozusagen in diese Position gebracht und gespült. Und für die ist es natürlich besonders schwierig, aber das ändert nichts an der Tatsache. Ne? Man müsste die zusammenbringen und das, denen auch den Kontext liefern, das, was wir hier machen, denen das alles erklären. Ganz viel, man Fachbegriff ist Psychoedukation, ja, ganz viel Kontext liefern, dass es auch anders geht und dann braucht es eine Erfahrung. Ja, und das ist wirklich erstaunlich. In dem Moment, wo man das macht, verwandelt sich der ärgste Feind, verwandelt sich in ein normales menschliches Gegenüber und die Sache ist erledigt. Die Frage ist, wie schaffen wir es als Gesellschaft, dahin zu kommen, dass wir erstens Führungsfiguren haben, die diese Kapazität haben und zum Zweiten, wenn wir diese Figuren nicht haben, wie schaffen wir das, die dazu zu bringen, das zu machen? Wie können wir das schaffen als Gesellschaft? Weil freiwillig machen die das nicht. Ja? Die sind ja so innerlich ausgerichtet, dass das das Letzte ist, was die wollen. Also muss die Gesellschaft, die mehr Verständnis hat, die muss also irgendwie Strukturen, Prozesse etablieren, dass diese Leute auf eine Art dazu gezwungen werden. Es ist ja, so ist meine Wahrnehmung, auch
gar nicht gewünscht, dass das passiert. Ja, ja, von denen, die an dieser Machthierarchiespitze sitzen, nicht, aber eigentlich doch, weil die wollen eigentlich auch heilen, aber die verstehen das alles nicht, die haben dafür den Kontext nicht, weil die leiden in dem Sinne nicht, ja, nicht bewusst. Die sind sozusagen in Anführungszeichen auf der relativen Ebene die Gewinner, die haben die Macht, das Geld und so weiter. Und die müssen auch nicht die Waffe in die Hand nehmen und losziehen. Genau, die leiden in dem Sinne nicht, sondern die anderen leiden. Aber sie leiden doch, weil das, was sie wirklich brauchen, kriegen sie nicht. Es ist noch viel mehr möglich, nur davon wissen die nichts, das verstehen die auch nicht. Aber der andere Teil der Gesellschaft, der leidet wirklich bewusst und der hat natürlich auch den Antrieb dafür, dann was zu ändern. Also die an der Spitze, die haben keine Energie, also die haben keinen Antrieb, irgendwas zu ändern. Aus denen ihrer Sicht soll das alles so bleiben. Ja. Und deswegen muss diese Änderung muss sozusagen von uns, von unten muss die passieren. Aber wiederum auf eine andere Art, als man sich das vielleicht vorstellt, weil jetzt viele denken, wir brauchen eine Revolution oder die müssen irgendwie mit Gewalt weg oder vor Gericht oder wir brauchen neue Parteien oder was auch immer. So geht das alles nicht, weil dann sind wir in dem alten Film drin, weil dann haben wir wieder keine Kommunikation. Die Lösung ist also, dass wir es irgendwie schaffen müssen, mit diesen Leuten in einen direkten Austausch zu kommen. Und du siehst ja auch, das findet nicht wirklich statt. Also wenn wir die Spitzenpolitiker nehmen, die reden nicht wirklich direkt mit dem Volk. Und wenn dann nur mit ganz ausgesuchten Gästen künstlich arrangiert und so weiter. Das heißt, die Bevölkerung hat überhaupt keinen Kontakt zu den Anführern, sage ich mal. Und so ist das in jeder Hierarchie. Das ist in einem kleinen Verein so. Das ist in der Familie so, sogar in einer Partnerschaft mit Zweien so. Sobald sich eine Hierarchie bildet, sobald der ehrliche Austausch nicht stattfindet, bildet sich zwangsläufig eine Hierarchie. Und zwischen diesen Schichten von oben und nach unten gibt es keinen Austausch über menschliche innere Bewegungen. Also es geht nicht drum, ja, natürlich gibt es Austausch im Sinne von Befehl und Gehorsam, aber was wir brauchen ist, dass die Menschen hier in einen solchen Kontakt kommen mit den Führungsfiguren, dass es um den emotionalen Austausch geht. So, das heißt, statt also eine Revolution anzuzetteln mit Gewalt oder aufzugeben, sich zu unterwerfen, müssten wir als Gesellschaft es hinbekommen, öffentlich immer mehr Menschen zu sagen, zum Beispiel, ich spüre Angst oder ich fühle Trauer oder ich fühle Wut. Und das im Kontakt mit diesen Leuten. Und natürlich wollen die das nicht, weil in dem Moment, wo ich Menschen in Führungspositionen auf dieser Ebene anspreche, mache ich das. Bricht ihr Kartenhaus zusammen. Oder? Ja, ja, innerlich. Das müssen die abwehren, nach außen und nach innen. Ja, also die wehren das ja nicht nach außen nur ab, sondern die machen das auch nach innen. So, und das ist so ein bisschen das Dilemma. Und ich habe immer wieder überlegt, wie kann man das machen? Ja. Aber solange das Verständnis in der Bevölkerung dafür, für diese Zusammenhänge nicht da ist, können wir gar nicht loslegen, weil gar nicht klar ist, worum geht's denn hier überhaupt. Naja gut, es ist ja genau das, was wir hier jetzt auch machen. Jeder kann immer das machen, was er machen kann. Wir betreiben hier Aufklärungsarbeit und was ich immer so wichtig finde, ist, und das habe ich auch erst vor ein paar Jahren für mich erkannt, dass es am Ende um mich in dem Sinne geht, mich selbst auf die Reihe zu bringen. Und das ist schon das, was jeder Einzelne eben tun kann, zu schauen, was ist denn da bei mir? Warum gerate ich immer wieder in diese oder in jene Situation? Und mir eben diese Frage zu stellen, gibt's da möglicherweise noch mehr als das, was ich in irgendeiner Psychotherapie gelernt habe. Ja, ich meine, ich kann nur sagen, 30 Jahre sprechen da ja eine deutliche Sprache. Und dann aber ja wahrscheinlich mit deiner Erfahrung, die du gemacht hast, mit deiner positiv belegten Erfahrung, die ja dann am Ende auch wahrscheinlich dazu geführt hat, dass du heute das machst als Traumatherapeut, was du tust, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich habe viel gelernt dadurch und wir müssen das jetzt noch auseinanderhalten. Also das ehrlich Mitteilen ist keine Traumatherapie. Ne? Das ist ein Selbsthilfeverfahren, eine Selbsthilfemethode. Die Art von Traumatherapie, die ich mache, ist auf jeden Fall auf dieser ganzen jahrzehntelangen Leidensgeschichte erwachsen. Ja? Auch was ich auch im spirituellen Bereich erfahren habe. Ich habe dann nach und nach einfach gesehen, was ist denn der Punkt oder wie kann man denn wirklich effizient helfen und diese Verbindung herstellen.
Also als Traumatherapeut mache ich auch nichts weiter, als zwei Menschen in einen direkten Austausch zu bringen. Also man könnte sogar sagen, ich helfe zwei Menschen, das ehrliche Mitteilen zu vollständig zu machen. Weil mehr braucht es nicht. Es geht darum, diesen Kontakt herzustellen. Und wenn wir das schaffen, wenn das funktioniert, dann erleben wir uns als erfüllt, dann sind alle Probleme erledigt. Und vielleicht an der Stelle noch, das ist ja dann nicht so, dass dann alles rosarot ist, ja, sondern ich habe immer noch vielleicht einen Parkzettel am Auto oder ich verletze mich mal mit dem Ellbogen. Aber das sind schmerzhafte Erfahrungen, die zum Leben gehören. Das Leiden davor ist was ganz anderes, hat eine ganz andere Dimension. Das ist dieses Leiden durch permanente Trennung, ja. Und das ist viel, viel quälender und als schmerzhafte Erfahrungen mit einem Erwachsenenbewusstsein. Das ist eine völlig andere Qualität. Magst du darüber sprechen, was du erfahren hast? Jetzt in meiner Kindheit? Ja. Nee, also öffentlich spreche ich nicht über private Details. Also das würde auch nicht wirklich was nützen. Wir können das aber so machen, die ganzen Erfahrungen, worunter wir leiden als Kind, kann man in wenige Kategorien einteilen. Und wir können es sogar im Prinzip auf zwei Vorgänge runterbrechen. Ja. Und die zwei Vorgänge, um die es geht, ist, dass entweder unser Bedürfnis nach Nähe nicht erfüllt wurde oder dass unser Bedürfnis nach Eigenständigkeit und Autonomie nicht erfüllt wurde. Und damit hängen zwei Emotionen zusammen. Wenn ich meinen Eltern nicht sagen kann, dass ich traurig und einsam bin, dann wird das Bedürfnis nach Nähe und Kontakt nicht erfüllt. Weil Trauer und Einsamkeit ist die Emotion, wenn zu wenig Bindung da ist. Ja. Und wenn dieses Spektrum nicht sein darf, dann habe ich das in mir nicht etabliert und dann werde ich mein Leben lang bewusst oder unbewusst versuchen, das nachzuholen, was aber so nicht funktioniert, wie ich es ja schon erklärt habe. Das ist immer beim Ausagieren. Und das andere ist eben die Autonomiebewegung. Und das hat was mit Wut und Hass zu tun. Ja, also wenn Wut und Hass keinen Raum haben, dann kann ich mich nicht in meine Kraft und Unabhängigkeit entwickeln und dann versuche ich, das mein Leben lang nachzuholen. In jeder Beziehung kämpfe ich dann um die Unabhängigkeit, um die Eigenständigkeit, aber es wird in jedem Fall scheitern, weil ich überhaupt nicht verstehe, was das Problem ist. Also, und darauf kann man letztlich das zurückführen. Nee, ich schreibe hier nur gerade, ich wollte nicht irritieren, weil du hast eben gesagt, Traurigkeit hat immer was mit fehlender Bindung zu tun. Also kindliche Traurigkeit, also immer? Trauer ist die biologische Reaktion auf zu viel Abstand. Also Gefühle gibt es nicht einfach so, sondern die haben immer einen Bezug zu unseren Kernbedürfnissen. Und zwar diese Bedürfnisse haben immer einen Bezug zu einem Gegenüber. Und das hat biologische Gründe, weil wir haben ein Säugetiernervensystem, wir sind biologisch vom Nervensystem auf Rudel sozusagen, auf Gruppenzugehörigkeit angelegt. So, wir brauchen das. Ja, das ist nicht so ein philosophisches System in uns, sondern das hat immer eine biologische Grundlage. Das ist zutiefst mit den Körperbedürfnissen vertratet. Und das kann man sich auch als Erwachsener bewusst machen, wenn ich zum Beispiel jemanden Nahestehenden verliere, dann bin ich traurig. Dann kommt das Gefühl von Trauer. Das hat also immer was mit Trennung und zu wenig Nähe zu tun. Und genau die andere Geschichte, wenn mir etwas zu nahe kommt, wenn ich Grenzüberschreitung erlebe. Also Übergriffigkeit zum Beispiel. Übergriffigkeit, dann kommt Wut. Ja? Und wenn diese Wut nichts ändert, dann wird es zu Hass. So. Das ist einfach normale Biologie, das ist ganz normal. Aber wenn das noch nie Raum hatte im Kind, ja, dann müssen wir das eben zeitlebens abwehren, solange das nicht sozusagen transformiert wurde. Dieses Wissen darüber, und wenn du es jetzt so erzählst, dann hört sich das erstmal so einfach an. Also einfach im Sinne von,
das, oder sagen wir mal nicht einfach, es hört sich logisch an, es hört sich plausibel an und es ist so für mich, und das war auch mein Aha-Effekt bei diesen 7 Minuten da von dir, so dieses fehlende Puzzleteil. Ja. Was braucht's denn, damit jetzt außer der Information, die wir darüber geben, dass die Gesellschaft dieses Wissen auch in der kompletten Breite nutzen kann? Das ist die gute Frage. Da mache ich mir seit Jahren und Jahren Gedanken, ja, darüber, wie man das in die Gesellschaft bringen kann. Wie kann man das vermitteln, dass es darum geht und nicht um was anderes? Und ich habe noch keine wirkliche Antwort gefunden, weil wenn die Motivation aus demjenigen nicht von alleine kommt, ist es einfach schwer. Ja, also Beispiel, wenn jemand sagt, ich habe einen blöden Nachbarn und ich streite mich dauernd mit dem und der Nachbar ist der doof, mit mir ist alles gut. Ja, oder auch eine Krankheit, ich habe irgendeine Krankheit, mit mir ist alles in Ordnung, ich bin glücklich, aber ich habe diese Krankheit, die muss weg. So solchen Menschen zu sagen, du pass mal auf, da draußen gibt es überhaupt keine Probleme. Es gibt keine Probleme außerhalb, die gibt es nicht. Ja. Es gibt nur verzerrten Energiefluss und das hat was mit unterdrückten Gefühlen zu tun. Das will im Moment keiner hören, weil wir ganz anders erzogen und konditioniert werden. Wir werden ja in der Schule nicht auf Bewusstwerdung und Verbindung und Dialog und Konfliktlösung ausgebildet, sondern auf Trennung, Konkurrenzkampf und Hochleistung. Ja. Und Tränen auch zu unterdrücken, also Traurigkeit nicht in der Öffentlichkeit zu zeigen. Und das ist auch immer wieder erstaunlich. Also ich meine, ich habe 2006 den Fernseher rausgeschmissen, aber ab und zu streame ich dann doch mal auch mit meinen Kindern, wenn wir irgendwas zusammen schauen. Und neulich bei einer Folge Voice of Germany, da hat einer der Coaches angefangen zu weinen und hat sich dafür sofort entschuldigt und sofort gesagt irgendwie, oh Gott, und wie konnte das nur passieren? So, und also wo man so denkt, da ist mir wieder so klar geworden, welches Bild wir auch von Emotionen immer wieder unbewusst vermittelt bekommen, nämlich, dass wir sie gar nicht leben dürfen oder dass sie nicht da sein sollen, dass wir sie wegdrücken am besten. Ja, ja, die ganze Gesellschaft basiert darauf. Unsere ganze Gesellschaft, die Wirtschaft, große Teile des Gesundheitswesens, das politische System, alles basiert darauf. Ja, wenn die Menschen anfangen, sich ihre Emotionen auszutauschen, bricht das ganze Gefüge ja zusammen. Wird zum Glück, ja, aber wie kommen wir dahin? Also vielleicht geht's wirklich nur, wenn immer mehr vielleicht Schulen oder Lehrer so nach und nach das so ein bisschen den Heranwachsenden näher bringen. Ja, das wäre so ein Ansatz. Und der andere Ansatz ist halt, ist die Menschen, die leiden, die haben natürlich eine Motivation, was zu ändern. So, das ist eben der Lernen durch Schmerz. Naja, die wollen ja eine Änderung, die suchen ja, so wie ich auch. Ich habe mein Leben bestand nur daraus, eine Lösung für meinen Albtraum zu finden. Ne? Also ich habe gesucht, ich habe geguckt, woran liegt es denn? Ne? So, und das Verrückte ist ja, dass so ähnlich läuft das ja jetzt in der Therapieszene auch. Die inzwischen sind die Klienten oft besser informiert als die Therapeuten. Das heißt, die sagen, hören Sie mal, ich habe hier das Verfahren, die haben sich dann da belesen, so. Das ist doch hier, worum es geht, ja. Und dann, also ich höre dann halt so Geschichten und sage, ach, davon habe ich noch nichts gehört, muss ich mir mal angucken, klingt interessant, ja. Also die leiden, haben auch den Antrieb, ne. Als Therapeut, ich meine, verdiene ich gut, mir geht's gut, ne, was soll ich da groß mich noch mit was beschäftigen? Das sind ja sowieso, also das, ne, Spock, du musst auch lachen, weil das sind diese Erkenntnisse der vergangenen 10 Jahre, darüber haben wir uns ja auch schon häufiger ausgetauscht, jetzt in allen möglichen Bereichen, die so plötzlich einfach da waren, wie so ein Aha-Effekt, so ein ganz krasser, so, ach so, okay, jetzt verstehe ich das überhaupt erst. Das fängt ja beim Geldsystem an, wie wird Geld gemacht, wie entsteht Geld über Kredite und so weiter und so fort. Das waren ja alles so Dinge, die habe ich an der Schule nicht gelernt, ja, und da habe ich dann auch angefangen, mit Menschen drüber zu sprechen, die eigentlich die Experten sind, aber als ich dann angefangen habe, da mit meinem Banker drüber zu sprechen, da musste der auch erstmal, Herr Lehrich, jetzt, okay, so habe ich mir da noch nie Gedanken drüber gemacht, habe ich gedacht, das ist ja wirklich interessant, aber ja, das wird halt einfach nicht vermittelt, das findet außerhalb des Systems statt. Ja, das ist so, wieso, jeder nimmt es selbstverständlich hin, ne? Aber man möchte oder man
das genaue Hingucken, das ist ja Bewusstwerdung. Ne? Ich gucke dahin, so wie, wo kommt das Geld her? Oder wie auch immer deine Frage damals war, ne? Wo kommt das eigentlich her? Ja. Ich weiß nicht, wie viele Leute diese Frage wirklich beantworten können, richtig. Ne? Und da geht's halt sozusagen noch um äußere Dinge. Ne? Also das ist ja vielleicht auch der erste Schritt, dass die Menschen erstmal Interesse an der Wahrheit bekommen. Also erstmal wirklich Interesse daran haben, bekommen, äußerlich zu forschen. Wo kommt das Geld her? Wie läuft das hier eigentlich alles im Außen? Das wäre so der Anfang. Ne? Und dann irgendwann dahin zu kommen, eigentlich geht's ja nur um uns, ja, wie wir in Kontakt treten, wenn wir mal ehrlich sind. Ne? Also wie trete ich mit meinem Chef in Kontakt, mit meinem Vermieter? Wie gehen die Menschen in der Gesellschaft miteinander um? Wie kommunizieren die? Und wir kommunizieren ja eigentlich nicht. Wir sagen uns nicht, wie es uns geht. Sonst würde vielleicht eigentlich die meisten Politiker müssen dann sagen, dass sie sich eigentlich völlig verzweifelt und hilflos und klein und schwach fühlen. Du hast dich gemeldet, Spock? Ja, du hast ja eben, es war eben die Frage im Raum, wie teilen wir letztlich vielen Menschen das mit, worum es überhaupt geht. Du hast gesagt, die Lösung liegt auf jeden Fall da drin, wieder zu seinen Emotionen zu finden. Und da habe ich festgestellt, dass es oft hilft, wenn man tatsächlich eben nicht diese ganze Geschichte aufmacht mit dieser ganzen Erklärung, sondern tatsächlich sozusagen den inneren verletzten Dreijährigen des Gegenübers anspricht. Also, und zwar natürlich nicht so, dass man sich da überheblich hinstellt und dann die Diagnose sozusagen in der Ansprache unterbringt, aber tatsächlich den Leuten einfach eine Brücke baut, dass sie mal ihr Gefühl rauslassen können. Oder man selber ihnen mit einem Gefühl begegnet, so dass sie dann ab und zu tatsächlich das erste Mal die Gelegenheit haben, intuitiv zu reagieren, was ihnen eigentlich verwehrt wird. Denn heutzutage heißt es ja oft, man darf ja dem Gegenüber, wenn es die falsche Meinung hat, gar nicht erst zuhören. Das wird ja propagiert. Und wenn man das aber mal doch tut, dann habe ich festgestellt, dass da erstaunliche Ergebnisse oft rauskommen. Also und zwar ohne diese ganze traumatherapeutische Hintergrundgeschichte mitzuerzählen, weil das so weit sind die ja dann in dem Moment noch gar nicht. Hm. Muss ich leider widersprechen. Also das, was du jetzt beschrieben hast, da höre ich zwei Dinge raus. Ich verstehe das, ja, das ist auch ein erster Schritt. Aber ich höre zwei Dinge raus, nämlich einmal eine Strategie, das ist ein Konzept, irgendwo hinzukommen, und das zweite ist, mit dem anderen was zu machen. Ja, die Schleife zu unterbrechen, das ist das Konzept. Ja, und wir brauchen aber kein Konzept, weil Konzept bringt uns nicht in Kontakt. Und es geht auch nicht darum, an Gefühle ranzukommen. Also was ich hier erkläre, kann der Verstand letztlich gar nicht verstehen, weil das, was Kontakt ist, hat nicht als Ausgangspunkt den Verstand und eine Strategie und einen Weg und ein Ziel. Wenn wir daran haften, dann sind wir im Verstand und machen was. Aber machen und tun gehört zur Biologie, zur Gefahren- und Problembewältigung. Das stellt keinen Kontakt her. Und das, was Kontakt ist, kann der Verstand nicht verstehen. Das kann der Verstand nicht verstehen. Weil Kontakt bedeutet nicht, etwas zu tun, keine Strategie zu verfolgen, keinen Weg, kein Ziel zu haben. Das hat alles mit Beziehung und Kontakt nichts zu tun, sondern es geht wirklich darum, wir müssen auch nichts an uns ändern. Es muss sich nichts ändern. Wir müssen nicht an Gefühle rankommen. Wir müssen keine Grenzen überschreiten. Wir müssen nichts transformieren in uns, sondern worum es geht, ist nur zu sagen, im Sinne des ehrlichen Mitteilens, was da ist. Das reicht. Und das versteht der Verstand nicht. Weil der Verstand ist dafür gedacht, der ist ja dafür gebaut, hier in der physischen Umgebung sich zurechtzufinden. Aber das, wovon ich jetzt spreche, das kommt aus einem ganz anderen Raum. Ja, was jenseits von dem Verstand und von den Gefühlen und den Körperempfindungen ist. Wenn ich also in der reinen Wahrnehmung bleibe, was hier erscheint, und das nur kommuniziere, dann ist das schon die Lösung. Und selbst wenn es eine Grenze ist, die ich kommuniziere. Das könnte zum Beispiel einfach nur sein, mein Kopf denkt, dass ich meine Gefühle im Moment nicht mitteilen möchte. Das stellt den Kontakt her.
die Grenzen müssen gar nicht überwunden werden, sondern wenn ich die Grenze kommuniziere, stellt das den Kontakt her. Das ist das Phänomen, das ist was, was der Verstand einfach nicht begreifen kann. Das kann man nur erfahren. Deswegen bestehe ich so rigoros auf den EM-Regeln, weil man kann es nur erfahren. Ehrliches Mitteilen, ja, EM, ne? Ja, genau. Ja, man muss es ausprobieren und dann ist man von der Wirkung völlig geflasht, ja, überwältigt. Kannst du da vielleicht nochmal so 2, 3 praktische Beispiele bringen? Ich weiß, da ist wieder der Verstand, aber dennoch, ich möchte ja auch Brücken bauen eben zu Menschen, die möglicherweise sagen, ja, ich soll irgendwie hier keine Strategie und nicht im Außen, findet doch alles im Außen statt. Also wie würde denn dann dieses ehrliche Mitteilen oder dieses richtige in Kontakt treten, zum Beispiel mit dem Vermieter aussehen? Vielleicht nehmen wir lieber ein sicheres Beispiel. Also lieber, das Beste ist es, mit dem Partner zu machen, weil da haben beide wirklich ein Beziehungsinteresse bei diesen anderen Geschichten. Sollte so sein, ja. Ja, ja. Ja, zum Beispiel, was auch immer auftaucht, ja. Ich fühle Trauer. Ich fühle Wut. Ich fühle Eifersucht, ich fühle Einsamkeit, ich spüre Spannung im Körper, ich spüre Wärme in meinen Händen. Mein Kopf denkt, dass wir öfters EM machen sollen. Mein Kopf denkt, dass ich morgen noch die Wäsche aufhängen soll. Mein Kopf denkt, dass wir heute einen schönen Abend haben. Und während ich so spreche, wird es ruhig, schon zu spüren. Die ganzen Nervensysteme hier fahren komplett runter. Ne? Da passiert was anderes. Und wenn wir jetzt so weitermachen würden, da würden unsere Nervensysteme immer weiter in die Regulation kommen. Das ist was, was angenehm ist, ja? was wir hören möchten eigentlich. Ja, wir möchten wirklich was vom anderen hören. Das ist wirklich zutiefst biologisch. Ja, es macht sofort was. Ich kann nicht genau sagen, was, aber es ist tatsächlich so, dass, also bevor du gesagt hast, dass es ruhiger wird, habe ich irgendwie gedacht, ich fühle mich gerade ruhiger. Das war so erstaunlich. Wie war es bei dir? Also ich habe sofort irgendwie es für meinen Verstand ungewohnt. Ja. Yeah. Total ungewohnt. Aber eben. Es passiert auf jeden Fall was. Die Frage ist nur, wie löst es jetzt alltägliche Probleme? Oder ist das schon wieder zu viel Strategie? Es gibt ja keine alltäglichen Probleme. Na, du hast eben gesagt, Geldprobleme, zu wenig Geld. Betrifft ja im Moment extrem viele Menschen. Was macht jemand, der im nächsten Monat seine Miete nicht mehr bezahlen kann? Dieses Problem existiert nicht. Das ist ja der Witz. Das versteht der Verstand auch nicht. Das ist eine Manifestation eines Bindungsproblems. Es gibt nichts auf der äußeren Ebene zu tun. Wir können nicht das Geldproblem lösen, weil da draußen ist gar kein Geldproblem, sondern das Nervensystem hat das unbewusst erschaffen, um einen Bindungskonflikt auszuagieren. Das ist ja der Witz. Aber um dir deine Frage zu beantworten, um das Geldproblem zu lösen, muss ich mich mit meinem Partner vollständig mitteilen. Ja, was heißt Geldproblem? Geldproblem heißt, ich reinszeniere eine Mangelsituation und mache eine Ebenenverschiebung. Also Geldproblem heißt, ich bekomme zu wenig. Ich erzeuge eine Mangelsituation. Und Ebenenverschiebung heißt, ich nehme das aus dem Beziehungsbindungskontext weg und erschaffe mir das auf einer Nebenebene, damit ich eben nicht sehen und spüren muss, was mit mir auf zwischenmenschlicher Ebene wirklich passiert. Und das ist der Schutz aus der Kindheit, weil das wäre als Kind unerträglich gewesen. Also statt diesem Bindungskonflikt ausgesetzt zu sein, habe ich eben jetzt zu wenig Geld und Geldprobleme. So, wenn ich jetzt versuche, dieses Geldproblem zu lösen, zum Beispiel indem ich noch mehr versuche zu bekommen, dann wird es schlimmer, weil dann verstärke ich diese Idee, dass ich was brauche und zu wenig bekomme. Dann bin ich am Saugen. Und dann mache ich vielleicht Kurse zum Geldverdienen und erfolgreich sein. Und unbewusst, implizit verstärke ich damit nur die eigentliche Idee, die da drunter ist. Nämlich, dass ich etwas nicht bekomme. Nur, das bezieht sich in Wirklichkeit gar nicht auf das Geld,
Thema und da lässt sich's auch nicht lösen, sondern ich muss das auf die Beziehungsebene bringen und damit ist halt der Schmerz verbunden. Also wenn jetzt so jemand zu mir kommt zum Beispiel und mit jemand in Kontakt tritt, dann sehe ich halt, was nicht in Kontakt gebracht wird, welches Gefühl. Und dann lade ich denjenigen ein, okay, was wäre denn, wenn du deinem Gegenüber sagst, dass du Wut fühlst? Wut, weil früher die Bindung, die Zuwendung nicht kam oder weil es eine Trennungserfahrung gegeben hat. Und dann fängt derjenige vielleicht an, das mitzuteilen. Und dann stellt er fest, in dem vollständigen Kontakt, wenn der seine Emotionen komplett geteilt hat und der andere sagt, ich habe überhaupt kein Problem damit, dann erlebt er zum ersten Mal eine vollständige Bindung und damit eine vollständige Regulation. Und das ist dann wie so ein Aufwachen. Und dann wissen die Leute meistens auch gar nicht mehr, was ihr Problem eigentlich war, weil alles in Ordnung ist. Und natürlich kann es dann auf der äußeren Ebene immer noch sein, dass aufgrund von Umständen vielleicht man nicht super reich wird. Aber es wird niemals damit dieses Leiden verknüpft sein aus der Kindheit. Weil das Leiden, was jemand durch Geldmangel bei dem Beispiel jetzt erlebt, das ist nicht das Leiden, was sozusagen ein Gesunder erlebt, wenn einfach aufgrund verschiedener Umstände nicht genug Geld da ist, sondern das ist dieses massive Leiden, das hat eine übermäßige Bedeutung, ja, für denjenigen. Der erlebt das so, dass als existenzielle Not, nicht als schwierige Umstände. Wenn aber dieser Kontakt hergestellt ist und derjenige verstanden hat, ich kriege jetzt das, was ich brauche, ja, dann muss ich das da auch nicht mehr reinszenieren. Deswegen kann ich im Außen nichts lösen, weil im Außen ist nichts. Es gibt im Außen keine Probleme. Die gibt's nicht. Hat es nie gegeben, wird es nie geben. Das ist nur verzerrte Energie, auch bei ganz komplexen und globalen Sachen. Ja, wenn wir jetzt Umweltverschmutzung nehmen, das ist alles nur verzerrte Energie aufgrund von fehlender Bindung zwischen den Menschen. Weil ich habe ja dann Stress im Körper, dann muss ich kompensieren mit Konsum und so weiter. Und am Ende haben wir einfach ein Planeten, der alle möglichen Symptome hat. Aber es gibt nur eine Ursache dafür. So, und jetzt dasselbe Spiel, ja, wenn ich jetzt versuche, die Umweltprobleme zu beheben an der Stelle. Also natürlich macht es auch Sinn, symptomatisch vorzugehen, logisch, ja. Aber wenn ich die Ursache wirklich auflösen will, dann hat es nichts damit zu tun, dass ich irgendwas mit der Umwelt mache. Überhaupt nichts. Sondern ich muss dem Mensch, der mir am nächsten ist, muss ich endlich mal schaffen, die Wahrheit zu sagen, was in mir los ist. Weil ich dann zu dem Punkt komme, worum es wirklich geht im Leben. Ja. Und die Ablenkung über materielles Konsum, was auch immer, komplett überflüssig wird und damit auch die Belastungen, die damit einhergehen, einfach nicht mehr stattfinden. Ja, exakt. Ich muss dann nicht mehr kompensieren durch Ausagieren, Kriege oder Konsumieren. Ja. Die ganze Not fällt weg. Ich bin einfach glücklich. Ich kann Dinge gestalten, wie ich möchte. Ich habe auch keinen Drang mehr, mich schlecht zu ernähren oder überhaupt an destruktiven Dingen. Das wird dann alles ganz natürlich und positiv. Ja. Also ich werde keine Negativität mehr erschaffen müssen oder erschaffen müssen. Und dann in der Folge bildet sich ja im Außen die ganze Manifestation im Außen bildet sich ja in der Folge immer aufgrund des jetzigen Bewusstseinszustands. Das gilt für eine Person als Einzelwesen, für ein Paar. Es gilt auch für eine ganze Gesellschaft, für den ganzen Planeten. Das, was wir hier im Außen erleben, ist der Spiegel unserer jetzigen Bindungsfähigkeit. Und man könnte sagen, unseres jetzigen Bewusstseinsgrades. Wenn wir einen hohen Bewusstseinsgrad haben, dadurch, dass wir mehr in Kontakt gekommen sind, dann haben wir ja ganz andere Möglichkeiten, weil wir gar keine Not mehr haben. Aber die Not ist doch, wenn ich jetzt zum Beispiel, also es ist ja nicht alles von mir selbst kreiert. Also alles im Sinne von jetzt mal die globalen Zusammenhänge wieder reinzuholen. Wenn ich jetzt in einem Kriegsgebiet Nahost, wo auch immer Ukraine bin und davon betroffen bin, dass meine Familie verfolgt wird oder ich vor Waffen, was auch immer, flüchten muss, das habe ich mir doch nicht selbst kreiert. Doch, natürlich. Es muss ja einen Grund haben, warum du in diesem Umfeld bist. Das muss ja einen unbewussten, weil sonst wäre es eine Wirkung ohne Ursache. Ne? Du beschreibst eine Wirkung, ich bin im Kriegsgebiet, aber du sagst, es hat keine Ursache. Doch, es hat eine Ursache. Ja, es hat eine Ursache. Ja. Und es gibt unbewusste Gründe, warum Menschen ständig Unfälle erleben zum Beispiel oder warum sie in einem Kriegsgebiet aufwachsen müssen,
Es hat immer was mit mir zu tun, mit dem, was in mir los ist, was mit Bindung zu tun hat. Und natürlich jetzt auf diesem kollektiven Gebiet ist es natürlich schwierig, alles zu durchschauen. Aber es müssen wir auch gar nicht. Es reicht, wenn wir gucken, bin ich bereit, mit dem Krieg, den ich mit meinem Gegenüber habe, aufzuhören und stattdessen die Wahrheit zu sagen. Das ist das, was ausreicht. Und dann wird sich das im Kollektiv ja auch ausbreiten. Ja. Das braucht immer mehr Inseln von Leuten, die sich die Wahrheit sagen. Die fangen richtig an zu leuchten. Ja. Die strahlen was ganz anderes aus und das färbt natürlich auch ab. So, und in dem Moment, wo größere Teile der Bevölkerung diesen Level erreicht haben, ja, gibt es keinen Grund mehr für Kriege oder andere destruktive Vorgänge. Das ist dann die Ebene der Seele, der Seelenerfahrung, könnte der man Tatsache, so sagen, ja, dass es möglicherweise wir nicht nur dieses eine Leben haben, sondern ganz viele Leben. Und in einem Leben leben wir mal an einem guten Ort und in einem anderen Leben an einem ganz furchtbaren Ort. Also dass die Seele nicht bewertet, um welche Erfahrungen es geht, sondern einfach nur Erfahrungen sammeln möchte. Also weil das andere, interessant, wenn ich dir so zuhöre, weil das empfinde ich dann auch in gewisser Weise so als auch fast zynisch. Also bei dem Leid, was gerade da ist. Also ja. Und mir liegt immer sehr viel daran, das so verständlich zu machen, dass es nicht in so einer Empörung ausartet, weil beim Gegenüber meinst du? Ja, beim Gegenüber. Ja, grundsätzlich, also bei wem auch immer. Also das ist ja nicht nur an dieser Stelle, dass wir uns darüber unterhalten, sondern grundsätzlich, wenn ich mich darüber unterhalte, weil das, also es ist ja ganz viel, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, wir lernen uns jetzt heute zum ersten Mal kennen, aber da ist ganz viel Mitgefühl und Empathie da. Bei mir ist ganz viel Mitgefühl und Empathie da, bei Spock auch und bei allen Menschen, mit denen wir hier zusammenarbeiten in diesem Projekt. Und dann dieses selbstgewählte Leid, wie auch immer definiert, als selbst kreiert, also da habe ich irgendwie noch, da struggle ich noch mit. Ja, du könntest ja einfach sagen, welches Gefühl da ist. Machen wir es jetzt praktisch. Welches Gefühl das auslöst, diese Erklärung? Bei mir? Ja. Empörung. Ja, und was ist das Gefühl? Empörung ist noch mental, aber das Gefühl? Eine Verzweiflung. Ja, Verzweiflung ist immer noch ein mentaler Teil, ist noch nicht ganz das Gefühl. Unterschwellig auch Ärger, Wut. Ja, also wäre die Mitteilung, ich fühle Wut zum Beispiel. Ja, ich fühle Wut. Ja. Ich fühle Wut bei so einer Aussage. Ja, bei oder so einer Aussage okay, wäre jetzt schon wieder zu weit. Das aber das wäre wieder der Angriffsmodus. Ja. Ja. Ich fühle Wut. Ja. Ich habe da kein Problem mit. Also, ich habe nichts dagegen, gegen deine Wut. Ja. So, und das ist genau das, worum es geht. Ja. Was du am Anfang beschrieben hast, war sozusagen eine Form von Angriff. Ja. Es ist was passiert, was dir nicht gut oder was sich nicht gut angefühlt hat. Ne. Und in dem Moment, wo wir auf die Emotionen zurückkommen, passiert was anderes. Ne. Und ich, was bei mir jetzt zum Beispiel ist, ich fühle etwas Traurigkeit. Das ist das, was jetzt zwischen uns passiert ist, ne? Spannend. Und Traurigkeit, da ist jetzt wieder der Verstand, aber Traurigkeit darüber, dass ich Wut fühle? Ich kann dir nicht sagen, warum genau. Einfach Traurigkeit, weil ja was Destruktives passiert ist oder was Trennendes passiert ist. Ich habe was gesagt, was sich für dich nicht gut angefühlt hat. Vielleicht auch zu Recht, ja, keine Ahnung. Und du sagst, du hast mir das, ich habe ja das dann erfahren, dass bei dir was passiert ist, was uns wie so getrennt hat, was nicht gut war. Ne? Und das löst bei mir Trauer aus. Und dann muss ich mich auch nicht verteidigen. Dann ist es eher so, dann habe ich so eine Offenheit, darüber nachzudenken, ob ich vielleicht was Unangemessenes gesagt habe. Aber es ist spannend, was passiert, wenn, und deswegen, wir sind jetzt sozusagen, ohne dass es geplant war, in diesem praktischen Beispiel geendet, was passiert, wenn ich es ausspreche
Und wenn du es aussprichst. Ja, dann wird es ruhig, ne? Und das Thema ist wie so, gerät in den Hintergrund. Also für mich zum Beispiel jetzt. Das hat nicht mehr so die Bedeutung plötzlich. Sondern auf einmal hat mehr der Kontakt die Bedeutung. Ne? Wir treffen uns im Austausch, was mit uns los ist. Und das müssen wir alle lernen, ich auch, ja. Davon immer wieder zurückzukommen. Es gibt Durcheinander, Probleme, Kollisionen und immer wieder darauf zurückzukommen. Moment, was ist jetzt das Gefühl? Einfach sagen. Wie hat sich dadurch dein Leben verändert? Also hast du dadurch am Anfang auch, hier schreien gerade einige draußen rum, ich glaube, es ist Halloween heute, am Tag der Aufzeichnung. Ich glaube, es ist heute Halloween? Ich glaube, es ist Halloween. Ja. Oder? Ich glaube, es was? Ist, ja. Ich glaube, es ist ja. Halloween. Und ist es auch Tag des White Papers? Okay. jetzt habe ich meine Frage vergessen. Mit dem Leben, ob das... Ja, genau. Ob es sozusagen, also ob dadurch sich... Also auch bei dir dein ganzes Umfeld dann komplett verändert hat, als du angefangen hast, das zu machen. Absolut. Ich habe, also eins meiner größten Probleme habe ich damit gelöst. Also das kann ich schon sagen. Ich habe immer das Bedürfnis gehabt, mich zurückzuziehen. Ich habe es mit Menschen nicht so gut ausgehalten. Das heißt, ich habe mich mit jemandem getroffen und nach einer Stunde, ich wusste nicht warum damals, ich wollte einfach nur wieder weg und in mein Zimmer. Und das ist halt immer tabuisiert, diese Dinge. Ja, was wir nicht kommunizieren wollen, ist tabuisiert. Und irgendwann habe ich dann eben mich getraut zu sagen, du, ich habe jetzt schon wieder dieses dringende Bedürfnis, nach Hause zu gehen, mich zurückzuziehen. Ich weiß nicht warum. Und dann hat es angefangen zu kippen, weil dann habe ich gehört von dem anderen, ach so, ja, ist kein Problem. Wie kein Problem? Ja, weil das war ja verschaltet mit mir. Wenn ich das kommuniziere, dann gibt's eine Katastrophe. Und dann war das irgendwann so weit, dass wenn ich das gesagt habe, dann musste ich irgendwann gar nicht mehr weggehen. Also das mitzuteilen hat schon gereicht und der Drang, mich zurückzuziehen, war dann wie weg. Und im Laufe der Zeit war das nur noch ein Gefühl, und was ich auch gar nicht mehr kommunizieren musste, dann war das ganze Ding erledigt. So, jetzt habe ich deine Frage vergessen. Um was es eigentlich wie ging. Sich dein Umfeld verändert hat dadurch. Ach so, ja. Ich habe nur noch mit Menschen zu tun, die auch auf dieser Ebene unterwegs sind. Die anderen sind alle weg. Ich wollte die gar nicht weghaben. Ich habe die nicht weggeschickt, aber die haben dann, die meisten haben einfach einen Konflikt mit mir inszeniert, aus dem Nichts, von außen betrachtet absolut bizarr und sinnlos, aber das haben die dann gemacht, um sich von mir zu lösen. Und ich habe nur noch die absolut tollsten Menschen um mich herum, obwohl ich das nicht bewusst gesucht habe oder sowas. Und mir ist natürlich klar, dass ich für viele Menschen auch absolut unerträglich bin. Ja. Viele hassen mich auch, also weil ich so, wenn ich das so anspreche, ja, das ist für viele nicht zum Aushalten im Moment. Also so hat sich das verändert. Das ist halt so, wir haben da nur noch bestimmte Resonanzen zu bestimmten Menschen und zu anderen einfach nicht mehr. Das hat alles transformiert, alles. Das ist, und es geht noch weiter. Das ist nicht so, dass für mich, dass das jetzt irgendwie zu Ende ist, sondern diese Vertiefung, die findet immer noch weiter statt. Das hört überhaupt nicht auf. Also ich habe immer wieder solche Transformationserlebnisse. Das kommt immer wieder vor. Das geht irgendwie immer weiter. Ja, es ist ein Mysterium. Was war denn der Moment, wo dir das erste Mal klar geworden ist, was du jetzt, auf welchen Weg du jetzt gehen musst? Was meinst du jetzt mit also, welchen Weg? Gab es einen Auslöser, wo du gesagt hast, jetzt habe ich verstanden, was alles falsch gelaufen ist, ich weiß jetzt auch, wie ich es besser mache? Ja. Ja, genau. Das, ich hatte ja schon gesagt, am Anfang war das alles diffus. Ich habe also viel Therapien gemacht, tausende von Büchern gelesen. Und in einem Buch, das über das Enneagramm, da ging es um den Typ 5, der als primären Mechanismus den Rückzug hat. Da habe ich mir das Gefühl, vielleicht hat es damit was zu tun. Und ich habe immer versucht, meine Probleme mit Rückzug zu lösen. Und das ist ja so, dass solange das nicht transformiert ist, versuchen wir mit dem Abwehrmechanismus die Probleme zu lösen, die der Abwehrmechanismus überhaupt erst erzeugt. Ja, also ich habe mein Problem, das Leiden, wo ich gar nicht wusste, dass es Einsamkeit ist, habe ich versucht durch Rückzug zu lösen.
Ne? Von außen betrachtet klingt das völlig absurd. Aber so ist das. Solange man diese, solange man da das nicht geheilt ist, dreht man sich da so im Kreis, ja. Oder andere versuchen durch Angriffe Konflikte zu lösen, ja. Oder durch Krieg Diskrepanzen zu lösen. Also wir lösen das Problem damit, versuchen es damit zu lösen, mit dem Mechanismus, der das Problem erst erschafft als Erwachsener. Und da ist mir dann mit Hilfe der Literatur ist mir irgendwann klar geworden, ja stimmt, ich ziehe mich immer zurück. So und so fing das dann an. Und dann habe ich das verstanden und habe dann wirklich begriffen, ich muss das sagen, weil sonst gehe ich kaputt. Ich kann nicht mehr, ich halte das nicht mehr aus, weil ich habe dann auch Ausreden immer suchen müssen, ja, ich habe noch einen Termin und so weiter. Das ist ja unerträglich und irgendwann konnte ich einfach nicht mehr und habe die Wahrheit gesagt. Die weil Wahrheit, es, ja. Weil es so anstrengend ist immer auch das. Ja, ja, ja. Ja, es ist unsäglich anstrengend. Und dann ist das gekippt alles. Und deswegen kann ich dann auch sehen, was bei anderen ist. Also wenn man das bei sich gelöst hat, kann man komischerweise automatisch bei allen anderen relativ schnell sehen, was da läuft. Und das hört sich halt jetzt in der Therapie ein. Also man muss selber wie so gestorben sein, dann kann man anderen relativ leicht helfen, auch zu sterben. Wie oft hast du an dem gezweifelt? Danach meinst du? Ja. Oder? Gar nicht. Weil gar nicht die, mehr. Nee, also. Nee, weil das erste Mal aussprechen, nur das Aussprechen, hat das Nervensystem, das ist so eine Revolution für das Nervensystem, weil du musst dir das überlegen, das ist seit der Kindheit tabuisiert, auch physiologisch verdrahtet alles. Ja, das ist ja wie das Fundament des ganzen Lebens und des Selbstbildes. Und wenn man das ausspricht, was man seit der Kindheit zurückgehalten hat, das hat eine so derartig gewaltige Wirkung, das kann man nie mehr vergessen, das ist unmöglich. Das ist wie ein Aufwachen, ja. Wir waren bei der Frage stehen geblieben oder andersrum. Ich glaube, der Frage haben wir noch nicht genügend Aufmerksamkeit gegeben. Dieses, wie schafft die Gesellschaft es, dieses Wissen für sich zu nutzen oder beziehungsweise es zumindest in Erwägung zu ziehen? Bin ja immer, also ich bin auch immer davon überzeugt, nicht alles hilft jedem. Also so unterschiedlich wie Menschen sind, so unterschiedlich, ich meine, das fängt ja schon auch bei der Ernährung an. Für den einen ist es gut, Veganer zu sein, für den anderen nicht. Also es gibt so ein Konzept, das für alle funktioniert. Also ist zumindest meine Erfahrung der jetzt knapp 5 Jahrzehnte, die ich auf diesem Planeten bin, dass nicht jeder geht damit in Resonanz. Aber darin eine Chance zu sehen für Heilung und eine Chance für ein besseres Leben, es auszuprobieren und es... Ja, man kann es nur für sich feststellen, wenn man es ausprobiert. Man kann sich das nicht vorstellen. Die Wirkung kann sich der Verstand nicht vorstellen. Ich bin jedoch der Meinung, dass wir alle exakt gleich sind. Ich bin der Meinung, wir sind alle zu 100% exakt gleich. Die, okay. Die Unterschiede gibt es nur an der Peripherie, weil wir brauchen alle Sauerstoff, wir brauchen alle was zu essen, alle ein warmes Dach über dem Kopf, wir wollen alle in Sicherheit leben, nicht in Gefahr, wir wollen alle glücklich sein, nicht leiden und wir wollen alle, dieser Körper will Bindung. Und deswegen sage ich, im Kern sind wir alle gleich und im Kern wollen wir das alle. Ja? Und Bindung, das kann man eben runterbrechen. Bindung findet eben wirklich nur letztlich so statt, dass wir das so, wir können es ehrlich mitteilen, wir können es irgendwas anderes nennen, aber wir müssen zu dem Austausch der Emotionen zurückfinden und zur Lösung von der Identifizierung mit der Gedankenebene. Und da behaupte ich, das ist für alle der Weg, genauso wie für alle der Weg ist, Durst mit Wasser aufzulösen, ja, das ist einfach meine Haltung und ich sehe es in meiner Arbeit, sehe ich das auch so. Ich mache mit allen Menschen, die zu mir kommen, mache ich immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Ich mache nichts unterschiedlich. Ist immer dasselbe, worum es geht. Und ist es für alle heilsam? Ja, absolut. Es ist immer dasselbe.
fehlende Bindung, das, was nicht ausgetauscht wurde, wird in die Kommunikation gebracht, dann kommt die große Transformation. Es ist immer das Gleiche. Und das Verrückte ist ja, man kann es ja sogar runterbrechen, dass es davon auch nur zwei Varianten gibt. Ja, also wenn wir eine Ebene höher gehen, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder geht es um unterdrückte Wut oder um unterdrückte Trauer. Und ich arbeite nur mit diesen zwei Komponenten. Ja, mehr mache ich nicht. Natürlich ist das, um jemandem dafür zu helfen, ist sehr schwierig und komplex. Aber worum es geht, sind diese simplen Dinge. Und es ist immer das Gleiche. Es ist wirklich so einfach. Das ist kaum zu glauben, ne? Aber es ist meine Sicht und meine Erfahrung. Was passiert dann, um wieder praktische Beispiele abzufordern, aber mit Klienten, die zu dir kommen, mit den unterschiedlichsten Problemen? Ja, die meisten kommen mit Problemen im Außen. Ja, die sagen ja nicht, ich habe einen Bindungskonflikt und ich unterdrücke die Wut, sondern die sagen, ich habe Geldprobleme, mein Mann, was auch immer, Kinder, die kommen mit äußeren Problemen. Und dann führe ich dieses Problem auf den Bindungskontext zurück. Das heißt, ich helfe ihnen, sich zu trauen, hinzugucken, was im Kontakt in der Beziehung nicht funktioniert, wo da das Leiden ist. Und von dort helfe ich zu erkennen, was sie nicht mitteilen. Und dann helfe ich ihnen, das mitzuteilen und auch die Reaktion von einem Gegenüber zu hören, ne? Und es, am Ende ist immer derselbe Vorgang. Entweder sagt derjenige, ich fühle Wut oder ich fühle Trauer. Und dann der andere sagt, okay, kein Problem. Habe ich kein Problem mit. Also wir könnten sagen, alles Leid kann man zurückführen auf unterdrückte Wut und oder unterdrückte Trauer. Und natürlich ist es so, dass das nicht alles in der ersten Runde passiert. Es gibt Konstellationen, wo so schlimme Traumatisierung vorliegt, dass es unter Umständen Jahre braucht, bis jemand überhaupt in der Lage ist, den Bindungskontext anzuschauen und dann nochmal ein Jahr zu gucken, um welches Gefühl geht es dann und das dann auch noch mitzuteilen. Das gibt's schon. Das ist also ein Prozess, der halt auch Jahre dauern kann. Aber nur in wirklich ganz extremen Fällen, wenn es um pränatale Geschichten mit massivster Traumatisierung nach der Geburt und so weiter geht. Also, aber auch nur dann, ja. Ich würde mal sagen, in 80% der Fällen ist das eine relativ schnelle Sache. Jetzt haben wir über Schocktrauma gesprochen, über Entwicklungstrauma, Bindungstrauma. Was ist mit transgenerationalem Trauma? Das ist etwas, das habe ich zum ersten Mal bei Professor Franz Ruppert erfahren, dass es sowas gibt, dass es eben ein Trauma ist, das über Generationen weitergereicht wird. Ich kann dazu nicht wirklich was sagen. Ich glaube jedoch, dass uns das wiederum ablenkt, weil wir können nicht an vorhergehenden Generationen was machen. Und es spielt ja letztlich keine Rolle, wie wir in den Leidenszustand gekommen sind. Das kann ja durchaus sein, das weiß ich nicht. Ich bin kein Wissenschaftler. Bin ich nicht. Was ich sehe ist, Menschen haben entweder Wut und oder Trauer unterdrückt und ich helfe denen, das zu kommunizieren. Und das bisher hat das alle Probleme gelöst. Und vielleicht gibt's sowas, ja, aber die Lösung ist trotzdem die gleiche, ob derjenige das jetzt real in dem Leben erfahren hat, ob es irgendwie übernommen wurde. Ich glaube nicht, dass das was mit den Genen zu tun hat, sondern das sind alles Erfahrungen im Bindungskontext. Da werden einfach Bindungsmuster weitergegeben von einer Generation zur nächsten. Aber ich beschäftige mich damit nicht, weil mich das nicht zur Lösung bringt. Aber keine Ahnung, kann sein, dass es das gibt, ja. Wahrscheinlich sogar. Und diese Zusammenarbeit mit dir, ist das dann was, wenn du sagst, manchmal, aber eher selten über mehrere Jahre, aber das heißt, sind das dann Einzelsitzungen oder findet das in der Gruppe statt? Sind das Retreats? Wie muss ich mir das vorstellen? Meistens sind es Gruppen. Das heißt Floating bei mir, das sind so Gruppen mit 14 Leuten, das gibt's physisch und auch über Zoom. Es gibt auch Retreats an abgeschiedenen Orten, wo man das dann noch intensiver machen kann. Und bei ganz schwierigen Konstellationen mache ich auch schon mal in ganz seltenen Fällen Einzelsitzungen über eine längere Zeit. Aber das möchte ich im Prinzip vermeiden, weil das ist eigentlich, eine Einzelsitzung ist für das Nervensystem schwieriger als eine Gruppe. Ja, weil der Klient ist ja mir als Therapeut dann ausgesetzt. Ja, das ist ein ganz anderes Setting, als wenn der in eine Gruppe eingebunden ist mit Gleichgesinnten. Ja, also das ist, ich versuche, die Menschen so schnell wie möglich gruppenfähig zu machen, ne, damit, weil das mehr an der Biologie orientiert ist, weil es das ist, was wir eigentlich wollen.
ja, uns in Gruppen bewegen und auch die Probleme in Gruppen lösen, in der Gemeinschaft. Gobal, wenn wir nochmal auf die Ebene dessen gehen, was wir gerade erleben hier. Kriege, Krisen, Chaos. Seit 2020 bekommen wir das auch hier verstärkt mit. Das hat es ja schon immer gegeben, aber seit der Corona-Krise haben wir plötzlich auch gemerkt, was es bedeutet. Ich formuliere es mal vorsichtig, wenn nicht mehr alles rund läuft, im Gegenteil, wenn es ganz schön vor die Wand rennt. Was ist denn deine Betrachtung jetzt aus deiner Sichtweise der Heilung? Was muss noch passieren? Weil die Frage höre ich ganz oft, wann ist denn das endlich vorbei? Mhm. Ja, das ist ja das, es geht halt nicht ums Außen, das ist eben das Problem, ne? Dass es immer so aussieht, wann ist das Außen vorbei? Ne? Vielleicht müsste man eher fragen, wann fangen wir endlich an, uns die Wahrheit zu sagen? Und man könnte es, was hier gerade passiert, auch betrachten als Beginn der Heilung. Ja, weil wenn wir uns annähern, dann wird erstmal der Konflikt, der maximiert sich erstmal. Ja, also es ist wie in der Therapie, wenn am Anfang Klient und Therapeut, die reden ein bisschen, wenn das näher wird, dann manifestiert sich der Konflikt erstmal ganz massiv, bis es dann zur Transformation kommt. Und im Großen und Ganzen, was wir sehen, ist ja nicht, dass etwas Neues passiert, sondern es wird das sichtbarer, was sowieso die ganze Zeit schon da war. Also so sehe ich das. Deswegen kann man es auch als Beginn der Heilung sehen. Ja, und in der Therapie bedeutet, was da passiert, ist ja, dass der Klient dann von dem Konflikt lernen muss, abzurücken, zum Mitteilen zu kommen, weil er sieht, der Therapeut kann das aushalten und das ist hier möglich. Und im Ganzen müssen wir da auch hinkommen, dass wir eben wirklich zur Begegnung zurückkommen, dass wir anfangen, uns wieder zu begegnen. Ja, das ist das, wann das aufhört. Je mehr wir uns begegnen, je mehr Menschen daran wieder Interesse haben, desto eher hört das auf. Und ich sehe einfach keinen Weg am Außen da anzusetzen. Ich sehe da keinen Weg darin, dass das außer mal ein Symptom oder mal einer temporären Änderung, dass das fundamental irgendwas ändern würde. Ja, die ganzen, also so Friedensbewegung, Umweltbewegung und diese ganzen Dinge, alles, was am Außen ansetzt, ich kann das nicht sehen, dass das irgendwo hinführt. Du hast auch in diesen 7 Minuten gesagt, es gibt tolle Konzepte, aber da sind wir wieder beim Außen, da sind wir wieder bei der Strategie. Ja, und man kann ja zum Beispiel mal hinschauen, wenn ich mich in der Friedensbewegung engagieren will oder in der Umwelt oder einen Umweltverein gründen möchte oder eine neue Partei, was bringt mich, also was ist der Antrieb eigentlich, das zu machen? Das ist immer Kompensation. Auch wenn es einen schönen, guten Überbau hat. Ja, ich meine, ich kann natürlich auch in den Krieg ziehen. Da ist es offensichtlich, das ist destruktiv. Da stimmt irgendwas nicht. Ist auch Außergehen. Aber auch die Umwelt retten zu wollen, ist Außergehen. Weil ich von dem Beziehungskontext weggehe in was nach außen. Ich nehme quasi das Umweltproblem als Partnerersatz. Das Umweltproblem ist mein Ersatzpartner. Daran arbeite ich mich ab. Ich löse das Problem damit nicht, aber ich kann ausagieren. Und in dem Moment, wo ich denjenigen auf die Beziehungsebene bringe und das dort löse, hat er kein Interesse mehr an Umwelt. Also nicht in diesem Sinne, mit dieser Energie, mit diesem Drang. Vielleicht schon, aber auf eine entspannte Art und Weise und ohne Radikalisierung. Ja. Daran, aber, ja. Nee, aber das, was du gerade sagst, hört sich dann so an, als, also Evolution findet doch aber statt auch durch, ich sage mal, einen bestimmten Druck, und den haben wir ja gerade, also auch jetzt alternative Medien nehme ich jetzt einfach mal als Beispiel, wir, uns wird es ja wahrscheinlich so in dieser Form gar nicht geben, wenn nicht eben ein bestimmter Druck da gewesen wäre und Menschen gesagt hätten, das gibt's doch nicht, dass immer nur die gleichen Köpfe in den Talkshows sitzen, also wir versuchen mal eine Alternative zu bieten und wir versuchen wieder eine Diskussionskultur zu etablieren und Meinungen auch auf den Sender zu schicken, die bei anderen nicht mehr stattfinden. Das ist ja per se, würde ich jetzt mal sagen, ohne dass ich uns selbst auf die Schultern klopfen möchte, aber ja, erstmal eine gute Idee, oder nicht? Oder sagst du auch das, dann wäre ja auch das, was wir hier machen, eigentlich
gar nicht notwendig. Exakt, was wir machen, ist reine Kompensation letztlich. Natürlich, es gibt, weißt du, es gibt ja positive und oder weniger destruktive Methoden des Ausagierens und destruktive. Ja, ich kann ja zum Beispiel, wenn ich Stress im Körper habe, kann ich das mit Yoga abbauen, mit Sport. Ich kann aber auch Drogen nehmen. Oder ich kann irgendwas zerstören. Ne? Es gibt einfach viele Möglichkeiten. Und ich kann zum Beispiel auch Therapeut werden, nebenbei bemerkt. Also ist auch das Therapeut werden eine Kompensation? Ja, natürlich. Weil du musst ja gucken. Aber damit stellst du ja wirklich alles in Frage, oder? Ich mache alles kaputt. Nicht nur in Frage, ich mache alles kaputt. Also, mach mal zuerst die Geschichte mit den Therapeuten kaputt. Das kann man einfach sehen. Wenn ich einen Ebenenwechsel vornehme, wenn ich also was verschiebe, dann hat das immer einen, wie man sagt, Sekundäreffekt oder also es hat immer einen Vorteil. Und zum Beispiel, was ist der Vorteil, Therapeut zu sein? Das hat Vorteile. Zum Beispiel kann ich mich mächtig fühlen, kompetent, Kontrolle haben. Ich kann mich gut fühlen, weil ich tue was Gutes. Ja, das kann mir ein gutes Gefühl im Kontakt geben, um den Gegenpol, der in mir nicht integriert ist, auszublenden. Also kann Kompensation auch was Gutes bewirken. Ja, absolut. Aber weil Kompensation ja eher negativ konnektiert ist. Ja, aber ich mach das mal kurz zu Ende. Mhm. Ja. Das heißt, ich habe mit allen möglichen Konstellationen die Möglichkeit, in Kontakt zu treten, ohne mein Bindungstrauma anzurühren. Ja, zum Beispiel wenn ich Politiker bin, muss ich mich nie mit Gefühlen von Schwäche, Ohnmacht und Hilflosigkeit auseinandersetzen. Weil ich bin in einer absoluten Machtposition. Ich habe Kontakt mit Macht. Und damit vermeide ich das verdrängte Gefühl vielleicht von Hilflosigkeit und Ohnmacht, was automatisch im Kontakt entstehen würde. Wenn es eine private Verbindung ist, wenn es kein äußeres Szenario mit Machtverhältnissen wäre, dann würde dieses Gefühl sofort auftauchen, weil wenn wir uns wirklich annähern, taucht in jedem Fall der Traumainhalt auf. Aber wir wollen ja Kontakt haben. Also was wir wollen, ist Kontakt, aber ohne Traumainhalt. Und das ist ja auch okay. Das ist ja auch alles okay. Das geht ja gar nicht anders. Aber wir müssen sehen, was da läuft. Also für einen Therapeut zum Beispiel kann es sein, statt dass er sich mit seiner Einsamkeit auseinandersetzt und seiner Hilflosigkeit im Kontakt, ja, wird er einfach Therapeut und hat plötzlich einen Plan. Die Macht hat sehr viel Kontakt, ist angesehen, ja, und tut noch was Gutes, hilft den Leuten. Ja, was will man da mehr, ne? Und trotzdem ist es nicht das, worum es geht. Weil, wenn ich das bearbeite, dann fällt der ganze Treibstoff dafür fällt weg. Und dann ist eben nicht mehr Therapie machen oder Therapeut sein mein Lebensinhalt oder der Sinn meines Lebens, weil das ist oft, wird das damit etikettiert. Mhm. Sondern dann ist das einfach nur noch eine schöne Arbeit, die ich aber nicht zwingend brauche. Ne? Und was wir hier machen, ist ja ähnlich. Wir begegnen uns in einem bestimmten Setting. Wir haben viel Austausch, mhm. Ja. Und kannst ja selber überlegen, was ich damit kompensiere. Ja, was du als Interview, als Moderator, was du hier fernhalten kannst und trotzdem Kontakt hast. Kannst du für dich gucken. Es hat in jedem Fall ist da irgendwas. Sonst würdest du das nicht machen, sonst hätte das keinen Antrieb. Wir machen das alles so, ja. Aber das heißt ja auch, der Popstar, der irgendwo ganz nach oben schießt und irgendwie die Massen begeistert, hat meistens, also ganz oft ist es, dass bei solchen Menschen irgendwie auch eine ziemlich traumatische Geschichte zugrunde liegt. Ja, klar, Hochleistung, besonders erfolgreiche Menschen. Er hat ganz oft einen Kompensationsantrieb unten drunter. Es ist halt beides, ja. Natürlich wird ja auch was Gutes bewirkt. Wir machen ja auch was Gutes. Da wäre aber dann die Frage überhaupt nochmal die Definition von, was ist was Gutes und was ist nichts Gutes. Ja. Also was ist das richtige Leben? Was wäre denn dann das richtige? Also gibt es sowas überhaupt? Wir können halt vielleicht von Bewusstseinsgrad sprechen. Wenn wir ganz wach sind und ganz in Kontakt gehen können, dann haben wir keinen Stress mehr in uns und müssen nicht mehr künstliche Dinge erschaffen oder ausagieren oder bestimmte Leidensszenarien erschaffen. Dann entfaltet sich das Leben einfach ganz natürlich, aber ohne diesen Stressantrieb, Druck unten drunter, ja.
Funktioniert denn das dann aber in der Gesellschaft, so wie wir leben, oder muss ich dann in den Wald ziehen, weil da sind wir wieder beim Vermieterbeispiel? Wie kommt denn dann das Geld rein, was ich brauche, um meine Wohnung zu bezahlen? Oder um den Einkauf zu bezahlen oder um die Versicherung zu bezahlen? Die Frage kommt immer, aber das Leben geht ja weiter. Das Leben ist ja nichts Totes, das fließt ja weiter. Weißt du, ein Fluss, der fließt ja ganz natürlich. Wenn ich aber da so einen Kanal baue und versuche, den Fluss noch schneller fließen zu lassen oder irgendwelche Turbinen einbauen will, weißt du, das meine ich. Das Leben geht auf jeden Fall weiter. Aber dann wird das nicht mehr vom Verstand und von der Kompensation gesteuert. Das fließt dann einfach von alleine natürlich. Und vielleicht machen wir dann tolle Sachen oder arbeiten auch viel, ja, oder erfinden was, aber es ist aus einem anderen Bewusstseinsraum und aus einem anderen Körperzustand passiert das dann. Ich finde diesen Gedanken mit Kompensation, da sind wir genau auch in der philosophischen Frage, also wo beginnt das Gute, wo beginnt das Schlechte, ist Kompensation was Gutes, was Schlechtes, kann es, also es ist nicht immer nur schlecht. Das ist so wie mit Trauma ja auch, dann ist Trauma auch nicht immer nur schlecht, oder? Hat alles zwei Seiten, ja. Also daraus entsteht ja Neues, eben auch eine Motivation, zum Beispiel was zu erfinden oder jetzt, wenn man eine lange Leidensgeschichte hat, so wie du es ja auch erzählt hast, den Menschen über das zu helfen, was du heute tust. Du wärst ja vielleicht auch eher der Informatiker geblieben und hättest, keine Ahnung, was entwickelt, eine Software geschrieben oder künstliche Intelligenz oder sonst irgendwas, wenn diese traumatische Leidensgeschichte nicht da gewesen wäre. Ja, das wird halt jetzt, kommen wir ein bisschen so ins Spirituelle. Also ja, das finde ich, also ich finde das wichtig. Wenn wir ganz wach sind und verbunden, dann kriegen wir automatisch Eindrücke von höheren Dimensionen. Und diese ganze Situation, dass wir Probleme lösen müssen oder dass wir was Neues erfinden müssen, die gibt's ja so auf höheren Dimensionen oder in einem wachen Bewusstsein gar nicht. Es gibt ja gar nichts Neues. Es gibt nichts Neues. Wir können nichts Neues erfinden, sondern die Frage ist, in welchem Bewusstseinsraum sind wir? Ja, und das heißt, es ist alles schon da und wir rufen es nur ab. Ja, ja, es gibt nichts Neues. Es ist alles, Bewusstsein ist ja komplett, das enthält alles, ne? Alles. Also wenn wir sagen, wir haben was Neues erfunden, nein, wir haben nichts Neues erfunden, wir haben nur in einen bestimmten Bewusstseinsraum geguckt, den wir vorher nicht, wo wir vorher nicht reingeguckt haben. Da ist das alles schon. Ne? Und man kann das ja auch hören von Menschen, die Nahtoderfahrung haben, die sagen dann plötzlich, sie haben Wissen über alles, das gesamte Universum. Ne, ja, das kann man auch in der Meditation erfahren. Und wir brauchen das Leiden, weil wir noch nicht bereit sind, auf eine sozusagen gesunde Art und Weise im Bewusstsein zu wachsen. Ja, weil wir nicht anders vorankommen. Ja. Wenn das einmal klar ist, dass es um mehr Bewusstheit, um Kontakt und so weiter geht, dann brauchen wir keine Leidensumstände mehr. Und die Leidensumstände, die erschaffen wir unbewusst, um uns wie selbst aufzuwecken. Aber es ist nicht wirklich letztlich so, dass wir das brauchen. Eigentlich brauchen wir es nicht. Ist Leiden nicht ein Teil der Dualität, dass alles immer zwei Seiten hat? Ja, ja, solange wir eben in der Dualität leben, ja. Und wenn, okay, das heißt, die Dualität ist der Bewusstseinszustand Dualität, aber in einem anderen Bewusstseinszustand ist diese Dualität gar nicht mehr vorhanden. Die ist schon vorhanden, aber wir nehmen das nicht so wahr. Das ist schwer zu beschreiben, das ist jenseits vom Verstand. Ja. Das kann man letztlich nur erfahren, man kann das nicht verstehen. Selbst erfahren ist falsch, man müsste sagen, man kann das nur sein. Ja, und es ist ja, Bewusstsein ist ja was anderes als Verstand und Verstehen. So, und das ist viel größer. Was wir sind, ist jenseits dieses Körper-Geist-Systems, also jenseits des Verstandes. Wir sind aber mit diesem Verstand identifiziert und meinen jetzt, mit dem müssen wir das alles lösen. Der kann das aber alles überhaupt nicht verstehen, weil wir wie jenseits davon eigentlich sind. Ne? Der Verstand hat, glaube ich, 70.000 Gedanken am Tag und davon sind 98% Schrott, habe ich mir gelesen. Das kommt hin, oder? Tja, ich weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall ist ja da was die Gedanken wahrnimmt, ne?
So, wenn wir die Gedanken wahrnehmen können und die mitteilen können, dann wäre die Frage, was sind wir denn dann? Ja, es ist ja schon spannend, dieses Experiment zu machen und zu sagen, man 30 Sekunden an nichts zu denken. Das ist ja, wenn man das nicht trainiert, nahezu unmöglich. Also einfach 30 Sekunden tatsächlich nichts zu denken. Wenn der Verstand ganz zur Ruhe kommt, dann nennt man das, die Inder haben das Samadhi genannt, ne? Dann verschwindet zuerst das gesamte Universum, die äußere Welt verschwindet und zum Schluss verschwindet man selber auch noch. Wenn der Verstand wirklich ganz still ist, gibt es nichts mehr. Und das versteht der Verstand auch nicht, logischerweise. Ich habe eingangs gesagt, wir besprechen die Frage, wie funktioniert die neue Welt? Die neue Welt hat aus deiner Sicht wann begonnen? Ist 2020 dieses Datum der neuen Welt oder hat die schon 2012 begonnen oder schon viel früher? Schwer zu sagen, ich weiß es nicht. Ich glaube, wirklich begonnen hat die noch nicht. Also nach meiner Definition ist die neue Welt, wenn die Menschen zur Kommunikation zurückfinden, wenn die Basis der Gesellschaft, der Ausgangspunkt aller Bewegung in der Gesellschaft die Kommunikation ist, das wäre für mich die neue Welt. Und da habe ich das Gefühl, sind wir noch nicht. Also es ist ja, wir sind ja am Rumagieren, am Kämpfen und so weiter. Aber was wäre, wenn, bevor wir überhaupt irgendwas machen, zuerst die Beziehungsebene lösen, klären und von da irgendwas im Außen machen, ne? Das wäre für mich die neue Welt. Wenn der Fokus auf der Kommunikation, wenn der dahin zurückgekehrt ist, statt auf dem Machen und Tun im Außen. Ein Ausblick? Ein Ausblick? Ein Ausblick. Wohin denn? Jahr 2030, 2040. Tja. Traust du dir denn zu? Schwer abzuschätzen. Schwer zu sagen. Vielleicht geht es auch ganz schnell irgendwann. Vielleicht kippt das dann so, wenn eine kritische Masse erreicht ist an Menschen. Wir wissen auch nicht, was so... Die viele, die so drauf sind wie wir, die sind ja auch, die treten ja nicht so in Erscheinung. Ne? Wir wissen nicht, wie das Bewusstsein sich entfaltet, so im Hintergrund. Ja? Ja. Vielleicht geht es doch schneller, als wir denken. Ja, es ist ja einfach nur in Anführungsstrichen die Bereitschaft erforderlich, sich Neuem zu öffnen und sich vor allem auch neuem Wissen zu öffnen. Und ich kann es aus dem Grund so gut beschreiben, weil vor 15 Jahren war meine Welt auch noch eine ganz andere und sie ist halt auch eben durch ein Ereignis in meinem Leben komplett auf den Kopf gestellt worden. Und ich habe in all diesen Jahren halt eine Eigenschaft plötzlich gehabt, die ich vorher nicht hatte, nämlich mich mit Dingen oder Möglichkeiten zu beschäftigen, die ich für absurd gehalten hätte. Ich glaube, so ein Gespräch hätte ich vor 15 Jahren für völlig absurd gehalten. Und heute ist es das, was mich zwischen den Zeilen nährt, einfach weil ich spüre oder gespürt habe in den vergangenen Jahren, dass die Wahrheit komplett woanders liegt als das, was ich jemals vermutet hätte. Und dass auch dieser Weg der Wahrheitssuche nie zu Ende ist, nach dem Motto, der Weg legt sich unter deine Füße, während du ihn gehst. Ich fühle mich auf dem Weg und weiß auch nicht, ob er jemals, also ob es diese dauerhafte Glückseligkeit, ob es die wirklich geben kann. Aber mir geht es einfach darum, ein Beispiel dafür zu sein, zu sagen, hört endlich auf, alles in irgendwelche Schubladen zu sortieren, die sind gut, die sind schlecht, und darüber diese Kämpfe zu entfachen, weil das kann ja jeder Einzelne schon mal tun. Jeder Einzelne kann die Bereitschaft mitbringen, auch wenn nicht alles gefällt, zum Beispiel, was wir jetzt hier gesagt haben, sich trotzdem dafür zu öffnen und zu schauen, womit gehe ich in Resonanz. Ja, es wäre auch völlig okay, sich davor völlig zu verschließen. Ja, natürlich. Aber was der Punkt wäre, wäre halt nicht in den Kampf zu gehen. Ja, zu kommunizieren. Zum Beispiel, mein Kopf denkt, das sehe ich nicht so, ne? Ja. Oder ich fühle Wut oder so, ne? Ja. Und deswegen waren diese 7 Minuten, wir werden mal schauen, ob wir die verlinken können oder nicht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, weil niemand weiß, wo die wirklich, auf welchem Server die wirklich liegen. Das waren eben die 7 Minuten, die mir ganz viel an neuem Input gebracht haben. Und es gibt sicherlich Dinge, und das haben wir auch in diesem Gespräch festgestellt, wo ich erstmal so, also
aber ich lasse mich drauf ein. Und dieser Wunsch, der geht einfach raus, auch an all diejenigen, die uns immer fragen, ja, was können wir denn tun? Oder wir können doch gar nichts tun. Wir sind irgendwie so wie das Kaninchen vor der Schlange. Doch, sich auf das Neue einzulassen und zu schauen, was kann ich daraus möglicherweise mitnehmen oder mal ausprobieren. Mhm. Ist das schon ein Schlusswort, Spock? Ja. Ja, aber das Schlusswort gebührt ja dem Gast. Genau, deswegen, das war gerade meine Überlegung. Gopal. Ja. Ja, ich meine, das ist ja ein gutes Schlusswort. Wir können sehr viel machen, aber nicht im Außen. Und dieses sehr viele entsteht eben bei dem, was ich so beschrieben habe. Und ja, das kann ich nur jedem ans Herz legen, so wie du gesagt hast, sich zu öffnen und es auszuprobieren, nicht drüber nachdenken, lieber ausprobieren. Und auch nochmal ein Bewusstsein dafür zu erzeugen, dass eben in diesem Versuch, es im Äußeren zu regeln, halt ganz viel Energieverlust steckt. Absolut, ja. Das ist wie mit, wenn wir uns an Spiegelbildern abrackern würden. Das macht keinen Sinn. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Danke, werde es mir selber auch nochmal anschauen. Ich werde sicherlich noch das ein oder andere auch aus diesem Gespräch nochmal rekapitulieren, beziehungsweise daraus werden sich neue Fragen entwickeln und vielleicht sehen wir uns ja mal wieder. Würde ich mich freuen, ob an dieser Stelle oder bei einer anderen Fairtalk-Produktion. Vielen lieben Dank erstmal. Ja, gerne. Vielen Dank. Danke, Spock. Dankeschön. Danke euch fürs Zuschauen und bis ganz bald an dieser Stelle. Ach ja, und danke für eure Unterstützung. Ich weiß, Geld soll man ja jetzt nur gar nicht kommunizieren. Wie will ich das jetzt richtig machen, dass ich sage, wir brauchen für dieses Projekt Unterstützung? Also, es ist gut, das zu machen, weil das öffnet einen Kanal, um was zu empfangen. Ich würde einfach darauf hinweisen, dass der Kanal offen ist, ohne um was zu bitten. So würde ich es machen. Vielen Dank. Gute Nacht. Bum, bum, bum.